Schönen guten Tag und herzlich willkommen hier auf Rocket Beans TV zur großen Final Fantasy 16. Tiefer Einblick, extravaganzer, wie auch immer. Anton denkt sich noch einen super Titel aus. Aber ihr habt den Jackpot getroffen, denn ihr kriegt hier alles, was man zu Final Fantasy 16 wissen kann und darf. Nämlich einerseits einen Einblick von absoluten Experten. Ich darf natürlich nicht mal wieder euer Gregor sein. Wird es auch am Start. Ich bin ein Semi-Experte. Wir haben Gäste hier, den Vincent und den Toni. Vielleicht habt ihr Vincent hier auf dem Sender noch schon mal gesehen. Aber Vincent, stell dich einmal kurz vor für die Leute, die dich nicht bisher gesehen haben. Hi, ich bin Vincent Fellow. Ich bin die deutsche Stimme von Clive Rossfield und ich bin der Endgegner in Final Fantasy. Yeah! Spoiler hätte ich jetzt schon gleich gespoilert. Spoiler hätte ich jetzt gesagt, aber gut, nee, es ist schon ausgestrahlt. Ist schon ausgestrahlt. Ich glaube, da darf man ein bisschen Swagger haben. Mhm. Ja, da kann man also nicht nur von deinem Status als Endgegner davon ausgehen, dass du viel Ahnung über das Spiel hast, aber du hast alles gesehen und alles gesprochen. Dementsprechend werden wir uns, glaube ich, gut auslassen können. Aber dich, Toni, haben wir bisher noch nicht auf dem Sender hier gesehen. Wer bist du und was hast du mit Final Fantasy zu tun? Ja, ich bin Toni Michael Sattler und ich bin auch Synchronschauspieler wie Vince. Und ihr kennt mich vielleicht aus Final Fantasy VII Remake als Johnny. Und in Final Fantasy XVI bin ich Dion Lesage. Man denkt, Johnny läuft heute noch irgendwo hin. Du verletzt mir mal nachher über Rebirth, frage ich dich mal später. Falls du das überhaupt was sagen kannst. Wirt kurz, du spielst ja sowieso auch Final Fantasy hier. Und da hast du 16 jetzt schon vernünftig spielen können bisher? Ich habe es noch nicht ganz vernünftig spielen können. Ich bin, glaube ich, so 5 oder 6 Stunden drin, aber ich noch nicht besonders weit. Und jeder weiß, dass man mit 5, 6 Stunden noch nicht besonders weit ist bei Final Fantasy. Dementsprechend wäre es jetzt für mich auch ein bisschen Spoiler-Territorium, aber ist okay. Wir versuchen es trotzdem so gut es geht zu vermeiden. Also wir haben uns jetzt hier zusammengefunden. Wir werden jetzt noch nicht gleich für euch losspielen, denn die Bühne werden wir erstmal Mara und Anton überlassen. Denn das sind zwei Leute aus dem Haus hier, die überhaupt gar keine Berührungspunkte mit Final Fantasy haben. Wir wollen ein bisschen so den Kontrastpunkt geben. Die beiden werden jetzt erstmal spielen und ihre ersten Eindrücke wiedergeben. Und wir werden dann später wieder zu uns zurückkehren. Und ich zum Beispiel habe es jetzt schon durchgespielt. Ja. Glück und die Zeit gehabt und das Talent. Natürlich. Und das werde ich zu machen. Das und ich habe meine Safe Games mitgebracht. Wir wollen euch da draußen natürlich nicht spoilern, was jetzt hier mit der Story da weitergeht. Es ist so ganz frisch. Die Leute spielen es auch noch alle da draußen und dich sowieso auch nicht, Wirt, weil Dankeschön. Wir wollen ja auch nicht alles dann vorwegnehmen. Und ihr auch. Ja. Ja. Ihr habt auch genau, ihr beiden macht aktuell auch gerade ein Let's Play. Ja? Yes. Genau. Wir marathonen das Spiel quasi gefühlt, sind jeden Tag mindestens 8 Stunden dabei. Könnt ihr auschecken auf twitch.tv Vincent_Fellow. Ja. Yes. Das ist wahrscheinlich dann unten auch noch in der Videobeschreibung drin, damit ihr euch das angucken könnt. Also, keine Sorge, dass wir euch dann auch alles spoilen, aber wir wollen natürlich euch beide in Action sowohl im Spiel mit dem Voice Acting als auch am Controller sehen. Wir werden mal ein bisschen hier herumgeben und Parts spielen, die noch nicht so spoilerisch sind, eher vom Anfang des Spieles oder vielleicht auch mal was im Action-Modus oder Arcade-Modus, heißt es ja hier, wo wir dann in bestimmte Parts reinspringen können, Dungeons und da mal ein paar Kämpfe erleben. Aber wir werden darauf aufpassen, dass wir nicht zu sehr spoilen und trotzdem euch nochmal einen guten Eindruck davon geben. Bis es soweit ist, aber erstmal zu Anton und Mara und mal gucken, was die beiden verbrechen. Hallo, einen wunderschönen guten Tag, ihr wunderschönen Menschen da draußen. Herzlich willkommen zu einem kleinen Unfall in Videospielform. Zwei Menschen, die aus unerklärlichen Gründen noch nie Final Fantasy in ihrem Leben gespielt haben, werden sich jetzt das erste Mal in diese fantasievolle Welt hineinstürzen. Ich finde es völlig legitim, mit dem 16. Teil anzufangen. Ich wollte auch gerade sagen, also wenn man in eine Serie einsteigt, dann natürlich mit Staffel 16. Ja, natürlich. Das ist klar. Naja, also zumindest dieses selektive Staffeln mal weglassen oder nehmen, bei Game of Thrones hätte mich das sehr glücklich gemacht. 16 ist trotzdem eine steile These. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung. Nee, ich kenne auch nur so ein Video, wo irgendwie so ein blonder Typ lacht immer. Das ist irgendwie so ein Meme. Also ihr wisst bestimmt, was ich meine. Aus dem Dark Souls-Video von Micha Reinke auch. Kennst du das noch? Na? Ist halt kein Dark Souls, wo er so diese verschiedenen schlechten Souls-Kopien und dann ha ha ha. Ja, das kann sein. Maul. Das kann sein, dass das ist. Ja, also ihr Fans wisst natürlich sofort, was ich meine wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich haben wir gerade irgendwas sehr beleidigt. Der blonde Typ. Ich glaube, der ist auch blond. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich glaube auch. Okay, dann. Naja, okay. Wir gehen auf jeden Fall ganz ohne Vorkenntnisse an diese Sache ran. Auch PS5 sind wir nicht besonders affin mit. Nee, normal nur Tastatur. Es wird super.
Nochmal für alle, die jetzt bis hierhin geschafft haben, nach circa einer Stunde übergeben wir wieder an Gregor und Wirt und die beiden Stimmen aus dem Spiel und dann werdet ihr auch etwas tiefere Einblicke bekommen, was Final Fantasy 16 so zu bieten hat. Wir bieten hier eben wirklich den Anfang aus ganz, ganz frischer Perspektive. Ich starte unsere Uhr, dass wir eine Stunde Zeit haben. Ja. Und dann drücke ich doch mal auf neues Spiel. Oh Gott, da geht's ja schon los. Oha. Okay, also Untertitel finde ich gut. Ja. Ich finde auch Deutsch in Ordnung in dem Fall. Oder möchtest du es gerne im OG hören? Das ist mir egal. Okay, komm, dann machen wir das doch. Visualisierung von Geräuschen? What? Ich musste mal im Kunstunterricht Geräusche visualisieren. Male, wie es ist, in einen Apfel zu beißen. Wie sich das Geräusch anhört. Habe ich so Kringel gemalt. Ja. Hat mir viel gekriegt. Ich hatte mal so einen Kurs, da musste man auch so verrückte Kunstsachen machen. Und eine hat aus Farben das Leben eines Schmetterlings gesungen. What? Ja, und es war genauso, wie es sich anhört. Und es war aber ganz, ganz ernst gemeint und ich bin fast gestorben da am Tisch. Oh je. Und dann habe ich gedacht, nee, ich kann nicht mehr in solche Kunstkurse gehen. Das halte ich nicht aus. Das halte ich nicht aus, wenn das jemand so ganz ernst meint. Das ist dann für mich so unfassbar witzig. So richtig schlimm. Ja, es hat immer so eine tragische Komik, wenn jemand halt voll in seinem Element. Ja. Ich glaube, manchmal ist es, wenn wir über Herr der Ringe reden, auch für Leute, ja, so, die denken sich so, was? Okay, wir haben hier die Wahl zwischen dem Story-Fokus, beginne das Spiel mit mehreren Hilfsgegenständen, oder dem Action-Fokus mit der Standardausrüstung. Empfohlen für Spieler, die mit Action-Spielen vertraut sind. Boah. Bist du mit Action-Spielen vertraut? Ist Dead Space ein Action-Spiel? Ich habe zuletzt nur Gollum gespielt. Ja, das war ziemlich Action, kann ich sagen. Um nicht zu sagen Hack-Mack. Ja, komm, wir trauen uns das zu. Wir spielen ja auch nur die erste Stunde. So, ja, hervorragend. Bildschirmhelligkeit, Action-Fokus. Hier eure beiden 80s-Helden stürzen sich in diesen Action-Laden. Das Moss steht geschrieben. Das Valistea, ah, es geht schon direkt. Vom Licht der All Mutter Fantasy. Gesegnet worden war. Und jenes Licht unsere Ahnen letztlich aus der Dunkelheit führte. Creative Business Unit 3, die von Rocket sein Stahl erweckte auch. Wir haben jetzt auch noch eine Business Unit. Kannst du das nochmal in deinem Organigramm von neulich aus dem Stream aufmalen? Das uns stets zurück in den Schatten der Kristalle lockt. Und so begann unsere Reise. Oh. Uiuiui. Oh, ich weiß nicht, ob ich so gut mit Action-Spielen vertraut bin. Direkt mit so einem epischen Kampf reinstarten. Aber sieht gut aus. Ja. Ey, das kenne ich. Das kenne ich doch. Gandalf! Oh, Feuerball! Okay, angreifen mit Dreieck ausweichen R1. Das ist wichtiger als die binomischen Formeln. Okay, wie cool! Ja, gut, dass du das machst. Ich wüsste schon nicht, wo die Tasten sind. Ich sehe halt nichts. Kann ich überhaupt... Oh, okay. Trifft das immer, oder wie? Also ich habe unbegrenzt Feuerball, Junge. Das kann ich schon mal festhalten. Oh. Ja, bei so Sachen, da weiß man immer nicht, ob man irgendwas falsch gedrückt hat oder ob das einfach der Story-Mode ja. ist. Vor allen Dingen, es gibt jetzt ja immer auch immer mehr Spiele, die den Game-Over-Screen noch mit in die Cutscenes einarbeiten. Dann musst du neu starten und dann hast du halt so eine Meta-Abfuck-Ebene. Aber ich glaube, das ist ganz schön, das ist nicht gut gelaufen für uns. Ich frage mich,
nicht, ob man da jetzt schon hätte verlieren können, irgendwie. Wir schon. Der kommt mir auch bekannt vor. Mir kommt keiner bekannt vor. Wenn der Blonde jetzt irgendwo wäre, dann vielleicht. Na, ich glaube, den kenne ich auch nur in der anderen Grafik. Das ist aber anspruchsvoll. Es wird bald hell. Beide Lager regen sich. Ihr kennt unser Ziel. Shivas Dominus. Und auch nur den Dominus. Niemand sonst? Ist ja langweilig. Ist das ein Tattoo, was er da so? Und diese Frau, sie kreuzt hier wirklich auf? Ich glaube eher so eine Narbe. Nee. Fragen. Hast du verstanden? Ja, jetzt. Das ist ein Befehl. Das ist Tattoo über Narbe. Wir gehen los. Vielleicht hätten wir den ersten Part gar nicht gehabt, wenn wir Story-Modus gehabt hätten. Direkt Endkampf. Lange, lange Erklärmatz und dann der finale Kampf. Okay, aber der Style gefällt mir gut. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Die Kleidung und so. Ja. Ich bin nie so richtig in Berührung gekommen mit so klassisch japanischen Spielen. Nee, ich auch nicht. Ohne dich ist die Mission gelaufen. Das sehe ich gleich. Ja, ich weiß. Gesundes Selbstbewusstsein. War da nicht auch letztens so ein Game 2 Gag, wo die so ein Schwert ziehen mussten? Ja, du kriegst das ja immer gezeigt auch, ne? Weil manchmal das noch im Best-of-Thread landet, oder? Ja, ich weiß nicht. Obwohl, ne, Game 2 kann ich ins Best-of. Ach ja, stimmt. Nee, wo hab ich das denn gesehen? Drücke. Was ist das für. Naja, der. Die Bohne. Drücke die weiße Bohne. Und ziehe über los. Zieh 200. Ich glaube, das ist der Knopf. Nein, das ist der falsche Knopf. Leute, ihr merkt, es ist nicht nur das erste Mal, dass wir Final Fantasy spielen, sondern auch mit dem Controller. Hä, Junge, was zum. Drücke, um außerhalb von Zwischensequenzen jederzeit das Hauptmenü aufzurufen. So ein Menüknopf? Diverse Einstellungen zu Untertiteln, Kamera, okay, ja, alles klar. R1. Naja, wir wollen nicht ins Hauptmenü. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, okay, Entschuldigung, ich mag's halt. Warum ist denn das so verwischt? Ist das extra so? Ich glaube schon, ja. Okay, kann ich mich irgendwie schneller bewegen, wenn der schon so Stress macht? Bisher noch nicht. Ich habe eine schwere Rüstung an. Das muss man mir jetzt verzeihen, dass ich hier so ein bisschen hinterher schleiche. Oh, die jetzt. Okay. Leicht um zu gehen, stark um zu rennen. Gerade rechtzeitig. Nee, nicht, dass der Vogel da schon wieder ist. Ah, nee. Oh. Ah, okay, es gibt auch Magier, die mitkämpfen. Die kenne ich. Das ist so ein Chocobo, ne? Ja, genau. Warum gab es da noch keine Kooperation mit Kinderschokolade? Oder Schokomel. Oder Schokomel, ja, stimmt. Okay, das ist halt so klassisches Fantasy, ne? Ja. So. Aber auch magischen. Bisschen Star Wars. In dem ja. Episode 1 schießen die Gungans diese dicken die blauen Eisen Bälle. Sind wahre Bestien. Die Droiden ausmachen. Wenn es so weitergeht, dann brauchen die ihren neuen Dominus gar nicht. Was? Ja, dann skippen wir den Kampf. Und gehen weiter. Okay.
Wir hätten so ein Glossar anlegen müssen mit allen Fantasy-Begriffen. Es ist schon ganz schön, also man wird sehr konfrontiert, aber ist ja gut. Der neue Dominus. Dakeische Front. Zenitra-Festung. Ja, in der Nyssa-Schlucht. An den Toren! Schneller! Los! Gesundheit. Jetzt auf einmal weigert ihr euch? Habt ihr uns nicht die Schwertreue zugeschworen? Genug. Havel, der König ist unser Gast. So sitze ich auch in jedem Teams-Meeting. Und sein Entscheid ist final. Aha. Okay, also wirklich sehr magierlastig. Warum sind wir denn überhaupt hier? Habt ihr kein Vertrauen in eure Truppen? Schließlich hat Almekia sich im Krieg der zwei Welten bereits gegen die Eisernen behauptet. Oder etwa nicht? Zudem... Euer Dominus hatte noch gar keinen Auftritt. Es wird viel mit Schweigen gearbeitet, offenbar. Stünden wir doch nur im Weg. Ihr habt wohl noch nicht gehört, dass die Eisernen nun auch einen Dominus haben. Es wäre fatal, sie zu unterschätzen. Ihr Feiglinge. Was sagt ihr da? Meinst du, das ist so ein krasser Zauberer oder so? Ja, ich glaube. Wenn wir diese Festung aufgeben, haben sie Zugang zur Hauptstadt. Und ich glaube, die Eisernen werden nicht gemütlich warten, bis die Verstärkung bei uns eintrifft. Also, bleib nur ich. Kupka! Die Eisernen werden es noch bereuen, dass sie Stürm betreten haben. Dafür sorge ich. Okay, es ist, glaube ich, wirklich ein sehr komplexes Schachspiel, in das wir da quasi gerade reingeraten, was die Weltdiplomatie angeht. Kupka, die Dominos. Großkotz. Wenn einer fällt, fallen alle. Aber die Pizza ist ganz gut. Aha. Erwischt. Gib Acht. Gibt der Löwe etwa Acht, wenn er Hasen jagt? Oder zweifelst du an meiner Kraft? Nein, mein Schatz. Du bist ein Löwe. Und zwar mein Löwe. Ein bisschen Frost macht mir nichts aus, Benedikta. Aber du kannst mir trotzdem schon das Bett vorwärmen. Ja, weißt du, was die Stunde noch so passiert? Das lässt mich alles etwas ratlos zurück. Schönes Chaos. Perfekt beschrieben. Los, jetzt fall mir nicht auf. Okay, aber der also wir, den wir steuern, das ist der dieser Dominus, oder wie? Nein, ich glaube, das hier ist ja der Kava, stand glaube ich auch unten in den Untertiteln eben, oder Kiva. Und der wird auch von dem Vincent gesprochen, den ihr gleich in der zweiten Videohälfte sehen könnt, ihr Lieben. Ach so, ach, ich dachte, wir wären jetzt einer von der Krassen. Aber offenbar nicht. Hallo? Wir sind, glaube ich, ist auch schon der Hauptcharakter hier. Also, ich hatte ja eben schon mal so angesetzt. Ich bin irgendwie nie so richtig in Berührung gekommen mit dem
mit Japano-Spielen, also Japano-RPGs vor allen Dingen, was ja Final Fantasy im Grundlegenden, glaube ich, schon ist. Aber auch generell sehr wenig mit so asiatisch, vor allem japanischen Produktionen. Ich durfte jetzt zum Beispiel nie Super RTL oder sowas gucken. Deswegen keinerlei Serien für mich. Und? Worauf warten wir? Das war das auch einer der Hauptgründe, warum ich mich so spät jetzt erstmal mit dem Thema beschäftige. Los geht's. Ach, Super RTL? RTL 2 wahrscheinlich, ach so. Ja. Ich durfte ja nicht gucken. Hm. Hätte die ARD doch One Piece ausgestrahlt. Auch. Eieiei, was. Uiuiui. Oh, sowas steht. Das ist. Oh boy. Okay. König aller High-Five. Ein Titan. Mal gucken, dass der nicht untergeht. Meinst du, das ist einer dieser Dominos? Ja, na, aber würden sie dann Titan sagen? Ha. Oh, stimmt. An, wer sich noch die Ehre gibt. Kommt. Okay, vielleicht kann man auch so eine Art Helden heraufbeschwören oder so. Ja, Mr. Frost. Ach ne, ist das die von eben oder was? Nee. Hat er nicht irgendwas gesagt mit, du bist frostig oder sowas? Nee, das ist die aber nicht. Ist sie das? Nee. Nee. Was ist das denn? Eieiei. Deswegen rechtzeitig den Gefrierer abtauen, sonst könnt ihr sowas erschaffen. Ach du mein... Alter! Kämpft der für irgendwen oder ist er jetzt einfach random ist da? Ist zufällig. Wir kamen da gerade vorbei. Ja, doch, der kämpft schon gegen die, okay, oder? Scheiße. Jetzt frage ich mich, ob er auch irgendwelche Special-Attacken hat. Oder ob er einfach wirklich einfach nur groß ist und sie hat dafür die ganzen Eissachen. Und kann fliegen. Aber guck mal, er hat doch auch so blaue Augen. Also auch so Eisaugen. Ja. Ich glaube, die sind von irgendwie von der gleichen Gattung. Aber der walzt ja da gerade jegliche Leute nieder, ja, oder? Der guckt ja nicht nach. Oh, ich muss bestimmt was drücken gleich. Was war Ausweichen R1? Hast du gemacht? Nein. Ah, okay. Ja. Also bisher ist das Spiel noch ein bisschen wie Gollum. Ich glaube, es sieht vielleicht etwas besser aus. Was? Nein, aber man muss auch Leuten hinterherlaufen und springen und die Wand hoch. Ich habe Gollum auch noch nicht gespielt, muss ich sagen. Ich habe es durchgespielt. Ich weiß. Ich habe auch irgendwo schon mal die Geschichte... Oh nein. Irgendwo habe ich schon mal erzählt, dass ich ja dir und Florentin geschrieben habe, wollen wir nochmal ein Gollum-Let's Play zusammen machen? Und eure Reaktion war eindeutig auf gar keinen Fall. Ja, nee. Also ich habe Gollum noch nicht gespielt, aber ich gebe jetzt schon Brief und Siegel, dass das Spiel besser ist. Also es macht schon Spaß. Ich weiß, hier entsteht vielleicht auch ein bisschen der Eindruck, dass wir das hier wegkaspern, aber wir sind etwas überfordert. Aber ich finde es schon, es zieht mich ziemlich rein. Ja, es ist auf jeden Fall. Hat ein 1000-mal bessere Grafik. Das bin ich bereit, dem Spiel zu geben. Ich bin gespannt, was man noch so machen muss. Wahrscheinlich ist es jetzt erstmal, um das kennenzulernen, dass man ein bisschen merkt, wie läuft man und so. Ich liebe auch die Kampfmusik. Ich glaube, ich habe auf meinem Handy von einem Final Fantasy diese Kampfmusik, weil ich die cool fand. Ah, okay. Ich weiß nicht, von welchem Teil. Ich glaube, von dem letzten. Vorsicht! Ausweichen, Junge! Weißt du, welches Final Fantasy das war, was auch Eddie gespielt hat, wo man gegen so ein Haus kämpfen musste? So ein Hühnerhaus oder so ein Haus mit Beinen? So. Ihr wisst bestimmt, was ich meine. Bei RBTV Let's Play oder bei sich auf dem Kanal gespielt hat? Oh, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, Eddie hat so eins gespielt. Da musste man in der Arena gegen so ein Haus kämpfen. Und die Musik, die da kam, die fand ich so cool, dass ich die mir aufs Handy geladen habe. Es könnte das Remake von Teil 7 gewesen sein. Wir sind noch nicht fertig.
Oh, nee. Doch, ist das der Eisengel? Nee. Ja. Doch? Nein, nee, Moment. Joshua? Joshua, der Eisengel? Clive! Steh auf, Clive! Clive, dieser. Der wird von Vincent gesprochen. Jetzt ist der Turek, oder? Nee, ist noch jemand anderes. Aber, vor 13 so. Jahren. Ah, okay. Gibst du auf? Rosaria. Boah, die Hand ist aber rot. Ja, wenn du nicht zum Schild taugst. In den Ställen gibt es immer Arbeit. Oder willst du deinen Pflichten nachkommen, indem du dich wie ein Schwein im Dreck herumwälzt? Ich mach mir da keine Sorgen. Mein Bruder wird mich immer beschützen. Nicht? Los, irgendwann triffst du ihn schon. Oh, guck mal, das Hühnchen. An dich. Kleines Hühnchen, was sagst du? Oh. Na dann auf. Oh nein. Das Publikum wäre eine Zugabe. Tja, also, das ist ja eigentlich ein klassisches Flashback, aber ich werde jetzt die Zeitlinie umschreiben, weil ich werde jetzt hier einfach draufgehen. Ich kann nämlich bestimmt nichts. Oh oh. Fangen wir noch einmal von vorn an. Komm, zeig, was du kannst. Greife Kommandanten Murdoch an. Okay. Drücke 4 für einen Nahkampfangriff. Bis zu 4 Nahkampfangriffe lassen dich zu einer Kombination verketten. Hui! 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 Mhm. Gleich nachsetzen. Ah, sehr gut. War das nicht beeindruckend genug? Ah, guck mal, ich kann auch so anvisieren. Ah, es ist schon allein cool, wenn man so ein Feedback hat so beim Kampf. Ja. Man merkt, dass es... Deine Technik wird sich auch im Gefecht bewähren. Doch wie ist es um deine Magiekünste bestellt? Die Flamme des Phönix brennt in dir. Nun lass sie emporlodern. Los, Clive! Lass Feuer herabregnen! So, Feuerball. Ist das nicht gefährlich in so einem mittelalterlichen Dorf? Ja, schon. Wenn ein Haus brennt, dann ist das Dorf halt weg. Okay, drücke Dreieck, um Feuer zu wirken. Warte, anvisieren. Bäm! Ja, das schmeckt dir nicht. Ah, nicht schlecht. Wie sie da am Rand zugucken. Weniger würde ich vom ersten Schild Rosarias auch nicht erwarten. Jetzt schmälert er direkt meine Leistung. Kompliment von euch? Ruh dich nicht auf deinen Lorbeeren aus. Ich bin am Zug. Oh, jetzt musst du blocken. Versuche, meiner Klinge auszuweichen. Immerhin ist deine Schwertkunst nutzlos, wenn du tot bist, bevor du sie einsetzt. Flink sein, Lord Rossfield. Cliff Rossfield. Das, wenn wir das am Ende der Aufnahme noch wissen, bin ich glücklich. Clive da, oder nicht? Clive Rossfield. Lord. Okay, drücke R1, um einen gegnerischen Angriff auszuweichen. Weiche Angriffen im perfekten Augenblick aus, um den Gegner zu verlangsamen und ihn so kurzzeitig anfälliger für einen Konterangriff zu machen, der mit Viereck oder mit Dreieck ausgelöst werden kann. Ich tue mich echt schon mit den geometrischen Formen heute. Das ist ein bisschen peinlich. Ha! Oh, perfekt. Wie hast du das gemacht? Ich dachte, der trifft. Das war spitze! Toll, jetzt kann ich hier gar nichts. Versuche, meinen Hieben auszuweichen. Ich soll, glaube ich, gar nicht kontern, oder? Nee, jetzt nochmal. Ja. Gut. Merk dir, Clive, verlass dich nicht nur auf dein Schwert. Scharfe Augen und flinke Füße sind unverzichtbare Qualitäten eines echten Schilds. Zudem bist du nicht irgendein Schild, oder? Zeig mir, was dich von dem Rest unterscheidet. In dir schlummert die Kraft des Phönix. Mache dir sein Segen zunutze. Tauch ein in die Flammen und stürm nach vorn. Oha. Das klingt wie ein Ultimate. Nun, ich warte. Bresche nach vorn. Okay, Cliff wurde vom Phönix mit übernatürlichen Esper-Kräften gesegnet. Kann man sich doch Ski allein, oder? Die Manöver wie den
die ihm Manöver wie dem Phönixflug ermöglichen. Drücke Kreis, um dich in einem Augenblick entfernten Zielen zu nähern. Während eines Phönixflugs können sowohl mit Nahkampfangriffen als auch mit Magiegeschossen noch weitere Nadelstiche gesetzt werden. Okay, Phönixflug. Könnten sich nur all unsere Schilde so bewegen. Geht der automatisch auf den, wenn du einen anvisiert hast? Damit du Flug? Ja. Lass dich von den Schwingen des Phönix tragen. Hoppla, das war nix. Beeindruckend. Doch selbst der wendigste Schild wird nicht jedem Hieb entgehen können. Und wie du weißt, können ein paar wenige Schnittwunden genauso tödlich sein wie tausend. Der sicherste Weg, im Kampf nicht zu fallen, ist folgender. Achte auf deine Wunden und versorge sie, wenn nötig. Okay, man kann sie auch heilen. Wo wir gerade davon sprechen, du siehst etwas mitgenommen aus. So geht das nicht weiter. Versorge deine Wunden. Hey, der hat mich doch keinmal getroffen. Aber gut, doch, bevor ich Heiltränke. Bevor ich übernommen habe. Mit helfenden Mitteln wie Heiltränken und Tonika kann Cliff seine Lebenspunkte wieder. Ja, vielleicht Absicht. Vielleicht auch nicht. Seine Lebenspunkte wiederherstellen oder vorübergehend seine Attribute steigern. Ordne den Richtungstasten. Ah ja. Heilende, helfende Mittel wie Heiltränke zu, um sie zügig einsetzen zu können. Änderungen können im Hauptmenü unter dem Reiter Gegenstände vorgenommen werden. Oh nein, der Hauptmenü-Knopf. Oh. Oh, oh. Okay, was machen wir denn? Supertrank oder Heiltrank? Supertrank brauchen wir, glaube ich, nicht. Ich warte. Ja. Ja? Ach so. Nee, ich verwende Heiltränke, um deine LP wieder aufzufüllen. Jawohl. Oh, okay, dann mache ich einen Supertrank. Das ist wahrscheinlich dann für meine Phönixkraft. Sehr gut. Ganz schöne Schluckspechte, die Phönixe. Niemals ablenken. Über Leben und Tod kann ein einziger Augenblick entscheiden. Du musst dazu bereit sein, jedes verfügbare Mittel zu nutzen, um dir deinen Weg zum Sieg zu sichern. Oder zumindest, um den nächsten Tag noch erleben zu dürfen. Genug geübt. Zeit für deine Prüfung. Oh, oh. Die Dusche scheint dich gut erfrischt zu haben. Aber bei Bedarf hätten wir noch einen Eimer. Die Dusche. Nichts wäre mir lieber. Ich glaube, er hat uns eben K.O. gehauen. Und dann sind ja auch so Wasserperlen an der Schläfe gewesen. Das war, glaube ich, weil er uns mit so einem Wassereimer wieder erweckt hat. Wie ihr wünscht, Kommandant. Jetzt habe ich nicht so richtig aufgepasst. Ich glaube, ich muss jetzt kämpfen. Komm her, Junge. Zeig mir, musst du alles einsetzen. Okay. Bricht den Kampfgeist des Gegners. Erschöpfe die gelbe Willenskraftleiste. Kann ich ihn nicht einfach töten? Diesmal kriegst du ihn. Du schaffst das gleich. Bleib einfach ruhig. Oh, ausweichen. Ha! Oh, je, je. Ah, der hat nur noch halbe Willenskraft. Nein! Ich muss mich nochmal erinnern. Oh, kein Willen mehr. Finish him! Gebrochener Kampfgeist. Drücke R2 und Viereck, um Lohenschwinger anzugreifen. Eine mächtige Esper-Fähigkeit. Okay. Ey, ich weiß nicht, ob das nötig ist. R2 und Sa. Uiuiui, okay, das hat ein richtig. Oder ansonsten hau einfach so drauf. Ach Mist, okay. Das ist einfach nur, um den so auf den Boden zu kriegen. Ja, alles klar, okay. Muss ich mich hier nicht länger zurückhalten. Los gleich! Heute nach vorn! Gleich geschafft! Ich glaube an dich! Ha! Du lernst wirklich verdammt schnell. Oh. Ja, gleich liegt er wieder. So. Da liegt er und drauf. Brauchen. Das klappt irgendwie nicht so richtig. Egal, ich mach, was du gesagt hast. Ja, doch! Nice. Ja! Nur dieses Epische. Ja, wir haben unseren Lehrmeister zerpflückt. Ich hab's doch gesagt! Oh ja.
jetzt gib ihm noch eine. So. Das ist geschafft. Statt ihm aufzuhelfen. Zum allerersten Mal. Beim Kämpfen kommst du ganz nach deinem Vater. Du bist ein echter Schild des Feuers. Lass dir das nicht absprechen. Auch nicht von mir. Das mit dem Schild klingt für mich so ein bisschen so nachtwachenartig. Schwerter in die Hand. Also wie eine Krähe. Also es ist eine feste Organisation, die eben die Reiche beschützt. So eine besondere Garde. Ja, wie bei Ultracore, was Eddie da spielt. Diese Reichsstutz. Ja. Reichsstutzen. Der hat ja da irgendwie für Kern und Königin oder sowas. Stimmt. Oh. Joshua. Oh. Es geht schon. Verschwende deine Gabe nicht. Nicht für sowas. Warum nicht? Wenn meine Schilde mich schützen, dann muss ich... Oh nein. Darum. Heute Morgen auch schon. Hör auf zu rauchen, Junge. Bleib lieber im Schloss. Nicht so schlimm. Ist nur ein Husten. Pass auf dich auf. Seine Gnaden ist zurück. Vater ist da. Euer Gnaden, bitte. Solch ein Ort ist eurer nicht würdig. Für Joshua bin ich mir für nichts zu schade. Ich will meinen Sohn sehen. Meine Herren, Rosaria dankt euch für eure unermüdliche Loyalität. Hab Dank, euer Gnaden. Zu euren Diensten. Aber das ist schon der Bruder, Joshua. Also der... Ja, vielleicht aber nur Halbbruder? Oder sie hat ein Warum sehr deutliches Lieblingskind. Das ist kein Ort für dich. Entschuldige. Guten Tag, Mutter. Oh. Na doch. Na gut. Nee, wir sind nicht das Lieblingskind. Komm, Joshua. Dein Vater erwartet uns. Okay, weird. Also ich habe keine Kinder, aber ich glaube, so macht man es besser nicht. Lord Murdock? Jawohl. Wer behandelt so sein eigen Fleisch und Blut? Ich weiß. Was kann er denn dafür? Nicht jeder kann der Phönix sein. Okay. Gehen wir, Jill. Phönix ist nicht beliebt. Nee, ich hätte gedacht, also es gibt quasi die Kraft des Phönix und dann die Inkarnation des Phönix oder sowas. Und Joshua hat da ist die Inkarnation oder so. Und wir haben halt nur so ein bisschen... Wir haben eine Feder. Ach so, meinst du? Ah. Ich glaube, so rum ist es. Ja, das kann auch sein. So, jetzt stelle ich dir die dankbare Frage, nachdem ich das ganze Tutorial gemacht habe. Willst du mal spielen? Oh je. Ich hoffe, man muss nur laufen jetzt. Ah. Ist das der Fatih, oder ich denke was? Mal. Sein Monster-Chocobo. Chocoboss. Na gut, der sieht ihm jetzt auch ein bisschen ähnlich. Schon gut. Bei jedem Schritt macht das Ding ja auch so ja. eine Bewegung. Ich glaube, das wird noch ganz geil im Laufe des Spiels. Mhm. Danke, Joshua. Wie geht es? Besser? Ja, Vater, viel besser. Heute haben wir Clive beim Kämpfen zugesehen. Tatsächlich. Aufhören! Hör auf! Das wird ein fabelhaftes Tier werden. Vater. Nicht nötig, Jill. Danke, euer Gnaden. Die Hauptstadt freut sich eurer Rückkehr, euer Gnaden. Krieg zieht auf, mein Sohn. Halt dich bereit. Ist das die Stimme? Ist es wirklich schon so weit gekommen? Komm in den Thronsaal. Wir müssen reden.
Das ist doch Sean Beans Synchronstimme. Majestät. Das heißt nichts Gutes. Der könnte auch einfach ein Bruder sein, ne? Das sieht jetzt nicht so... Ja. Ich hätte gedacht, er wäre ein bisschen älter. Ja, Phönixe verbrennen doch zu Asche und stehen dann wieder auf. Vielleicht hat er heute schon sein Feuerbad. So, können wir jetzt mal den Hund spielen? Den Schmetterling. Oder vielleicht soll es auch ein Wolf sein? Weiß ich gar nicht. Wo willst du denn hin, hm? Gehst du jetzt gleich zu deiner Audienz? Ja. Ich finde auch das Design der Stadt cool. Was wir da bisher so von gesehen haben. Ich habe direkt Lust, jeden Turm mir anzugucken. Mhm. Und fluch dann über die Menge an Türmen, die noch zu sind, wo ich dann weiß, oh nein, in Stunde 60 werde ich mit irgendeinem Schlüssel nochmal zurückkommen müssen. Ist alles in Ordnung? Ich weiß nicht. Und ich erst muss Vater Tanz sprechen. Okay. Hey Leute, ich bin richtig guter Kämpfer. Okay, also. Nicht vergessen, dass wir den Prinzen beschützen sollen. Das Mu muss ich hier drücken, um das zu sehen. Navigation. Weiß ich doch. Was ist das? L3, es ist der linke Stick. Kannst du reindrücken. Ja. Guck, da musst du lang. Links. Loot! Los jetzt! Ja. Es lohnt sich mit offenen Augen. Einmal heilt Auto, ach, automatisch okay. Sammelt er es ein, okay. Vielleicht ist das Hauptmenü auch der dicke in der Mitte, dass du da so mit dem Touch, wenn man da so nach oben fährt oder so. Mara. Kompendium? Einfach Pro-Gamerin. Nein, das war glaube ich nicht falsch. Wenn es auch noch nicht richtig war. Jetzt macht er wieder irgendwas. War ich offenbar hier schon richtig. Ach, der hat das Tattoo. Ich will auch ein Apfeljunge werden. Hier, bitte. Ich bitte euch, Milord, schenkt diesem jämmerlichen Tollpatsch einfach keine Beachtung. Verbeug dich, du Esel. Aber ich... Darf ich dir erlaubt zu sprechen? Ich fällt ihm alles runter. Oder ja... Das ist nicht nötig. Wirklich. Das sagst du aber spät, Alter. Verzeiht seine Manieren. Allein eines Blickes von euch gewürdigt zu werden, ist mehr als seinesgleichen verdient. Ja, andernorts würde er nicht mal halb so gut behandelt werden wie bei uns in Rosaria. Wie ich ihm Tag für Tag aufs Neue einbläue, war es sein Glück, dass er in eures Vaters Reich geboren wurde. Wie reagierst du auf sowas? Bitte. Ich glaube, es ist richtig schwierig, so als Royal dann noch irgendwie normal zu bleiben. Ja. Ich bin ja jetzt schon abgehoben. Sehr wohl, wenn das in eurem Sinne. Das Channel Manager. Ja, genau. Das ist ja fast Royal. Schon dich etwas. Die Royals brauchen auch einen Channel Manager. Rosaria braucht deine Kräfte. Wir tun alle unser Bestes, Milord. Ja, wir alle. Komm, gehen wir jetzt. Die Pflicht ruft, mein Guter. Aber safe haben wir ihn eben in der Intro-Sequenz auch gesehen. Sonst glaube ich nicht, dass wir jetzt hier Kontakt mit ihm gehabt hätten. Sonst hätte der auch nicht das Tattoo einfach. Ja. Das ist zu auffällig. Aber sie ist jetzt nicht noch eine Schwester, oder? Ich glaube nicht. Cousine. Enge Vertraute. Wolfsfrau. Irgendwas dazwischen. Ah ja. So schön ruhig hier, oder? Kindergarten. Auch schön. Da ist Joshua. Mit den Vögeln, die da fliegen. Was ist das da rechts? Was, so? Die da, die... Diese... Riesenraben. Okay. Ich dachte, die würden jetzt vielleicht sowas Faunartiges oder sowas auffächern, aber nein, die sind einfach nur feige. Was macht er denn da? Schneidet er die Hecke oder sowas? Pustet Volumen in die Hecke. Da leuchtet noch was. Unüberwindbare Hecke.
Man kann nicht drüber springen. Der Traum eines jeden deutschen Kleingarten. Aha, ein Heiltrank. Muss auch mal hier mit der Kamera mich mal anfreunden. So. Ja, es könnte wichtig werden. Ist das klar? Mit voller Kraft. Drücke X, um das Objekt auszuwählen, halte dann R2 gedrückt. Okay. Kraft des Phönix verfügt nur Joshua. Nur er. Aber müssen wir mit denen da hinten noch sprechen? Nee, ne? Nee, komm, die Mutti hat da gerade nochmal betont, warum wir nicht ihr Lieblingskind sind. Das kennen wir schon, den Sermon. Du Kraft, die Kraft des Phönix darfst du nicht. Das kenne ich doch von zu Hause. Ich glaube, das ist ein Hund. Ja, kann schon sein. Aber der Vater hat eben gesagt, irgendwie, das wird mal ein tolles Tier oder was? Wahrscheinlich, vielleicht ist das wie so ein Kampfhund oder sowas. Hm. Vielleicht kann der auch besonders gut Pilze erschnüffeln. Ihr wünschtet mich zu sehen, euer Gnaden. Wünschtet. Wie kann ich dienen? Lass diese Förmlichkeiten. Mutter ist nicht hier. Es ist schon Bean. Also, was geht, Alter? Wie ist die Situation im Norden? Ja. Schwarz, soweit das Auge reicht. In diesen wenigen Monden hat die Fäule dort fast alles verschlungen. Es bleibt nicht viel Zeit, wie sie auch uns verdirbt. Bei den Flammen. Der Andrang der Flüchtenden stellt unsere Stadt bereits vor eine Zerreißprobe. Schicken wir sie weg, in Richtung Süden, nach Port Isolde, verlagern wir die Sache nur. Jeder Tag, der verstreicht, kann uns zum Verhängnis werden. Wir müssen handeln. Ein Zug gegen die Eisernen. So ein bisschen White Walker-mäßig, ne? Ich dachte an die Schattenflur aus Shadow and Bone. Bringen wir es zu Ende. Hast du noch nicht gesehen? Unser Ziel ist die Eroberung eine des Staffel Drachenhauchs. Ohne den Segen des Mutterkristalls sind wir der Fäule hilflos ausgeliefert. Die Fäule. Die Eisernen werden uns nichts schenken. Das wird ein schwerer Kampf. Also die Fäule gehört zu den Eisernen? Morgen oder reiten wir zum Phönixtor. Wo wir unsere Ahnen um Rat fragen, wie es der Brauch verlangt. Vielleicht ist das auch so was, was die mit dem Atem ausstoßen oder dürfen. So Nazgul-mäßig. Erst wäre da noch was anderes. Rodney? Jetzt haut er uns voll in den Bauch. Sicher hast du die Berichte gehört. Wildstämme des Nordens sind bei uns gesichtet worden. Goblins in der Stillwindmarsch. Davon habe ich gehört, ja. Dann weißt du, was zu tun ist. Zwei Mann begleiten dich. Während wir nach Norden reiten, werdet ihr morgen das Lager suchen, finden und vernichten. Danach schließt ihr auf zum Phönixtor. Aber es ist auf jeden Fall sehr storylastig. Mhm. Es wird Zeit, dass du dich bewährst, damit deine Mutter Ruhe gibt. Kein Druck, danke, Mann. Ich werde euch nicht enttäuschen, Majestät. Aber ich finde es gar nicht schlecht, dass die erste Stunde jetzt auch viel aus Cutscenes besteht. Okay. Wir reiten früh. Es kann schon sein, dass es immer so ist, oder? Oder meistens ist es nur am Anfang? Nee, das ist ja auch eine Open World gleich. Oder auf jeden Fall recht weitläufig. Ich glaube, da wird man noch früh genug sich die Cutscenes vom Anfang zurückwünschen. Und ich finde es, also gut, der Anfang vielleicht, aber sonst fand ich es jetzt auch eigentlich recht organisch und nicht so erklärmatzmäßig. Ja. Papa, wo komme ich hier raus? Oh, das so. Sieht gut aus. Ach, das sah aus wie eine Tür für mich. Ja, es ist recht dunkel. Wir geizen mit dem Licht. Was ist da? Ach so. Ah, guck mal, da ist es.
Man kann wahrscheinlich... Oh, hier ist das dunkel. ...mit jedem von denen noch reden, mit den Leuten da in der Butze. Ja, wir machen einen Speedrun hier. Wir spielen das in einer Stunde durch. Ja, natürlich. Wie lange dauert das insgesamt, das zu spielen, weißt du das? 60 Stunden. Oh, echt? Ich glaube. Wie lange wirst du diesmal weg sein? Nicht mehr. Nicht lang. 4 Tage. Vielleicht 5. Und Joshua wird mit dir gehen? Ich kann ihn doch nicht hier lassen, oder? Das Blut der Rossfields durchfließt ihn. Vor einem Krieg muss das Ritual am Phönixtor vollzogen werden. Das weißt du. Und nur der Dominus kann ins Apoditerium. Also brauchen wir Joshua. Was für ein Wahnsinn! Der Junge ist krank. Ja, das weiß ich doch. Aber mein Sohn ist auch krank der Phönix. Der Erbe des Throns. Krank schlau, meine Entscheidung. Er muss in seine Rolle hineinwachsen. Alvin! Ruhig, Liebes. Clive begleitet ihn. Ja, das, wir wissen ja schon eine hohe Meinung von uns. 15 Jahre ist er ein fähiger Soldat und ein würdiger Schild. Und doch hat der Phönix ihn nicht für sich erwählt. Er hat ihn zurückgewiesen. Der Ruf unseres Hauses leidet darunter. Er ist unnütz, eine Schande für uns. Oh mein Gott, ansonsten hätte der Phönix den anderen Sohn zurückgewiesen, oder nicht? So wie ich, mein Herz. Wahrscheinlich ist es üblich, dass das an den ältesten Sohn weitervererbt wird. Du bist der Herzog von Rosaria. Ach, nicht das wieder. Du weißt so gut wie ich, dass ich nur auf dem Thron bin, weil mein Vater früh verstorben ist. Und das auch nur so lange, bis Joshua bereit ist. Du warst der Erste in der Erbfolge. Und du sitzt auf dem Thron. Alles hat seinen rechten Platz. Du hast nicht das edle Blut der Familie beschmutzt. Ohne Menschen wie Clive, die uns beschützen, hätte dein edles Blut schon längst die Erde getränkt. Ich muss früh raus. Das war ja mal ein Korb. This is what you call a Korb. Ich musste an den Ansager aus Star Wars wieder mal denken. Ich weiß nicht, aus welchem Universum du kommst, aber das hat bestimmt wehgetan. Okay, übrigens, Dominus. Es ist soweit. Ist, glaube ich, ist der Phönix gemeint. Zeit, dich zu beweisen. Das ist wahrscheinlich so eine Art Haus. Ein Wunsch an also nicht Sterne. Haustier, sondern das Wappentier des Hauses oder das schon übernatürliche Tier des Hauses. Wäre jetzt meine Vermutung. Ich sollte schlafen. Ja. Du gehst morgen mit ihnen, oder? Ich bin Joshuas Schild. Ich habe geschworen, ihn zu beschützen. Warum der Schnitt gerade auf die Füße? Keine Ahnung. Wenn ich ihm die Last nur abnehmen könnte. Die Schuhe waren neu. Clive, du... Ich habe noch einen Auftrag. Vater hat ihn mir persönlich erteilt. Gut, wenn du nicht selbst zu Metia beten willst, muss ich es wohl für dich tun. Was meinst du, wie alt die da sind? Erst 15. Sie würde ich schätzen... Jünger, oder? Ja, 11 vielleicht. Die Frage wäre, ist der Joshua 12 dann, 13? Es geht bald wieder Krieg, oder? Seit ich hier lebe, habe ich mich an den Frieden gewöhnt. Ich dachte, der Krieg unserer Länder wäre der letzte. Aber es hört nie auf, oder? Der Krieg unserer Länder? Ist sie so eine Art Mündel? Könnte auch sein. Der nächste Krieg wird noch größer.
Wir dann auch erklären, warum sie da mit den Königssöhnen rumhängen. Schließlich bist du ein rosarischer Schild mit dem Segen des Phönix. Danke fürs Zusammenfassen. Ach nee, hab mich vertan. Der Phönix hat ja gerade dich nicht gesegnet. Das war die unangenehm, ne? Jetzt lass die Hand weg, siehst du gerade mal 10. Gehen wir rein. Nach dir. Aber ist auch schwer zu sagen bei dem Style. Das stimmt. Sie könnte halt auch 17 sein oder so. Keine Ahnung. Vielleicht ist sie ja wie, so alt wie Lisa Gruber. Laura Gruber. Falls ihr diese Anspielung nicht verstanden habt, guckt Herr der Ringe, falls. Große Empfehlung. Ihr müsst natürlich damit rechnen, dass, wenn wir Final Fantasy spielen, das trotzdem über Herr der Ringe spielt. Ja, immer. Aber das hat wirklich keine Hektik, das Spiel. Man wird so ganz langsam eingeführt in diese Welt. Finde ich aber gar nicht schlecht. Also es ist trotzdem noch massiv viel, aber es ist sehr belohnend, jetzt schon so erste, kleinere, so hängt das zusammen, Momente zu haben. Obwohl ich immer noch natürlich mir sicher bin, dass ich überhaupt nichts check. Keine Sorge, du wirst das spitze machen. Da wäre auch interessant, wie viel ist schon an Fundament gelegt, jetzt für Leute, die die Serie gut kennen, konnten die zu Metia und sowas zum Beispiel einordnen. Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Hat Kratos die vielleicht schon besiegt in God of War? Die sind schon cool, diese Reitvögel. Ich finde auch deren Helme sehr, sehr schick. Wir reiten zum Phönixtor. Hat sowas von Gladiatoren. Möge das Licht der Kristalle uns segnen und die Flamme des Feuervogels auf ewig brennen! Der Zug rückt aus! Öffnet das Tor! Ja, immer wenn sich irgendwas bewegt, dann macht der Controller Dinge. Also ob das so ist oder Schritte oder sowas. Ihr hört das ja nicht, die Mikrofone sind ja hier am Ohr, aber der singt die ganze Zeit. Lord Rosfield, erlaubt mir euer Reit hier zum Phönixtor zu bringen. Nein. Danke. Wir sind bereit, Milord. Ach, das sind die Kumpels, oder es was? Es ist mir wahrlich eine Ehre, an eurer Seite dienen zu dürfen. Ich glaube... Das wird kein einfacher Auftrag. Ach so, nee, das hieß ja, wir stellen dir zwei irgendwas zur Seite. Ja. Die Wildstämme sind furchtlos. Wir dürfen sie auf keinen Fall unterschätzen. Die kriegen wir schon. Sir Wade, Sir Tyler, tun wir unsere Sir Pflicht. Sir Tyler! Mit Freude, Lord. Manche Namen sind auch so ein bisschen, weiß ich nicht. Wie hieß der eine im Thronsaal eben? Ronald? Das war auch so ein bisschen gewürfelt. Und möge Sir das Licht Tyler. Der Kristalle uns segnen. Manche sind halt so Gandalf-mäßig und dann Sir Tyler. Das wäre ein schöner Name für ein Kind. Tyler... Gandalf Klaasen. Ich dachte Gandalf Merlin. Ich dachte Rambo Ramon Rainer. Wie? Kennst du nicht das, wo die immer so die Namen aufzählt, wie ihre Kinder heißen? Nee. Rambo Ramon Rainer ist einer davon. Und Gandalf Merlin. was, wo drück ich jetzt? Ich glaube, jetzt musst du zu dem Punkt da zum Schnellreisen. X. Stillwind, okay. Was heißt denn die Rüstung auch so ein bisschen wie so Motorradklamotten? Ne? Ich glaube, in einem der neueren Final Fantasies gab es auch Motorräder. Haltet Ausschau nach den Goblins. In dieser Gegend hat man sie gesehen. Ab hier ist alles Sumpfgebiet. Gebt auf dem Boden Acht. Ja, aber nicht nur den.
Das wäre so ein schöner Spruch, wenn er direkt danach pfütsch halb einsinkt. Versunken im Nebel. Fühlst du dich im Kampf überfordert? Ja, das muss ich wissen. Klingt wie der Anfang von so einer Accessoires. Spam-E-Mail. Ziemlich verwahrlost alles, wenn ihr mich fragt. Wer sollte die Wege auch pflegen? Die Fäule hat alle vertrieben. Sieht schon cool aus. Kaum zu glauben, dass man hier gelebt hat. Infektion von dem Baum da unten rechts. Stillwind. Oder was davon übrig ist. Ich mag das gerne, wenn man Items nicht nochmal extra was drücken muss. Ja, um das ja. Alles super nervig. Und jetzt gerade finde ich, das hat auch schön reduziert. Also in den Kämpfen eben, da war ja dann schon ein bisschen mehr los, aber zum reinen Erkunden werden wir jetzt nicht überfrachtet. Das finde ich auch ganz cool. Mhm. Okay, oh nein, das sieht aus wie so eine Kampfarena. Das klingt nach einem Gobby. Oder einer sehr ekligen Schnecke. Nee, hast recht. Oh, jetzt muss ich kämpfen. Aber das ist eigentlich schade. Die haben irgendwie niedliche Ohren. Oh, knack. Ach, Sir Tyler. Oh ja, jetzt wo sie umgedreht haben, ist auch doch okay. Die Ohren waren niedlich, der Rest. Oh, die sehen aus, als wären die auf so eine Windschutzscheibe geraten. Freut mir. Drücke Dreieck nach einem Treffer mit Viereck, um eine magische Explosion auszulösen. So, ihr macht das, Leute, ne? Ciao! Der tapfere Sohn des Königs. Was, wo mache ich was nochmal? Viereck ist schlagen. Ich drücke einfach alles. Ja, Viereck ist stark. Und Kreis ist dieser Magie-Move. Alter! Tor! Sonst will ich, dass ich ein einziges Mal ausweiche. Hier wird nur geballert. Ich weiß nicht mehr, wie ausweichen geht. Hier sind sicher noch mehr. Das ist hier oben die. Ach so. Aber ich finde die Einstellung gut. Ach so, okay, weiter. Na, was haben die sich hier angeguckt? Hm. Die Goblins? Ja. War da nicht eine kaputte Kutsche? Dachte ich auch, aber gerade war da nichts mehr. Ah. Nee, ich glaube. Aber ich finde das aus Prinzip gut, nicht immer sofort so auffälligen Pfeilen zu folgen. Ist hier noch irgendwas drin? Nee. Muss ich aufpassen, nicht gerade einladend. Ich zurückgehe. Vorsicht, Milord. Aber ein neuer Gesprächsfetzen ist meistens ein gutes Zeichen. Ja. Oh! Ah, Leute! Ach so, da sind sie. Oh ja! Und dann kommt der nächste. Alter! Aus Gollum! Ui! Heute? Hä, hey, ach komm, das ist mir doch schon. Das war mega. Machen die anderen auch mal irgendwas? Sind die alle? Das geht sehr, sehr schnell von. Ich mag dieses Wegkicken. Stell mich ganz hinten hin, bis. Machen die anderen überhaupt was? Haben die alle keine Lust hier? Ach doch, da sind sie. Aber der kriegt eher aufs Maul. Ja, das ist geil. Dieses, das ist sehr dynamisch, wie das aussieht. Ich weiß jetzt nicht, wie sich das anfühlt, ob das auch so eine gewisse Nachvollziehbarkeit hat, wann der kickt und wann nicht, aber aussehen tut's gut. Warte, gerne nochmal. Oh ja, danke. Ich will auch kicken. Dieses Kicken ist cool. Oh. Das ist ja gemein jetzt. Komm, mach noch einen. Einmal kicken machen wir noch. Dann ist die Stunde vorbei. Hallo. Mario Basler ist zu Hause. Hä? Aber ich finde es auch gut in Spielen, wenn man ausreichend Heiltränke immer bekommt. Es gibt so andere Spiele. Ja, da kriegst du so selten nein, irgendwas. Nein, warte, wo muss ich jetzt lang? Komm, hier. Oder?
Ja, ich hatte Angst, dass das der Progress ist und es ist jetzt eine Cutscene-Trigger. Hä? Ja, vielleicht da runter jetzt? Stürze ich mich da einfach runter? Was dann auf der anderen Seite da drüben? No risk, no fun ist doch unser Motto. Okay. Da ist doch einer! Ah, nice! So, nice. So, Jung. Jetzt dreht ihn weg! Das sind nicht wenige. Oh! Nice. Ich weiß aber nicht mehr, wie ich den Kick gemacht habe. Ach doch, so. Alter! Okay, ich glaube, der schaffelt aber durch zwischen den beiden Moves. Oh ja, auch meine Fernangriffe. Boah, sind das viele. Das macht nichts, wenn eh 1000 Heiltränke. Ich habe die Leiste oben auch überhaupt nicht. Der konnte auch zaubern, es gibt ja welche, die können zaubern. Normal nicht. Das ist eigentlich einfach Gedrücke. Nice. Schön. Da sammeln wir auch noch Erfahrung. Da werden wir bestimmt nachher noch leveln können, wenn man das denn weiterspielt. Und dann haben wir ja schon gesehen, ich glaube, von der Weltkarte haben wir so ein Fizilüzil mal erkunden dürfen. Ja, ich habe das Gefühl, damit kann man sich mal locker 60 Stunden beschäftigen. Ich glaube auch. Das machen wir aber jetzt nicht. Wir übergeben jetzt das Wort qualifizierteren Leuten. Aber Marius hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Ja, danke dir. Und dann jetzt viel Spaß euch mit ein paar Eindrücken aus dem Midgame, präsentiert von Wirt und Gregor und zwei der Stimmen, die an dem Spiel mitgearbeitet haben. Und fachkundigem Wissen, was wir nicht liefern können. Mach's gut. Was machst du da? Ich zermahl hier nur ein paar Bohnen für meinen Kaffee. Du zermahlst Bohnen? Bist du eigentlich völlig verrückt geworden? Das macht man doch nicht mit Bohnen. Bohnen sind zum Abonnieren da. Und Abonnieren ist zum Bohnen da. Also drück auf Abonnieren und aktiviere die Glocke. Ha. Danke. Okay, das waren Mara und Anton. Noch nie so exzellentes Gameplay gesehen. Na gut, wir haben es noch nicht gesehen. Aber Magie des Schnitts. War bestimmt gut. Es war bestimmt. Aber ich werde trotzdem da reinschauen, was die beiden gemacht haben. Ich bin echt mal gespannt, sowieso als jemand, der das, wie ich, seit Jahrzehnten mittlerweile spielt, die ganze Serie. Man hat natürlich nicht den gleichen Ansatz, wenn man das erste Mal jetzt wieder dabei ist. Ja, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn man das erste Mal in Final Fantasy spielt und dann mit 16 anfängt. So. Ja, krass. Ist eigentlich cool. Also ja? ich hätte auch gerne die Erfahrung, einfach mal irgendein Final Fantasy Spiel zu spielen, wo man noch irgendwie gar kein anderes gespielt hatte vorher. Mhm. Ja. Weil es ist schon, es hat so einen besonderen Moment. Also jeder von uns hat irgendwann mal mit irgendeinem angefangen. Und ich glaube, das ist schon sehr einprägsam. Ja, ja. Es gibt ja häufig dann immer, also man kommt nicht umhin, wenn man damit zu tun hat oder über die Spiele Berichterstattung macht, was sind denn deine Lieblingsgames, was sind immer so Magic Moments und sowas, dass man fast schon die Antworten sich so zurechtgelegt hat. Mhm. Aber ich denke auch so, was einen so als erstes mitgenommen hat, prägt einen mit am meisten und das trägt so den Geschmack dann weiter. Das soll jetzt hier auch kein Review werden. Ich werde das mal anfangen und ein bisschen zocken. Und wir wollen gleich mal sowohl eure Performance, wie gesagt, sehen, als auch mal ein bisschen Gameplay. Ich habe eine Stelle rausgesucht. Ich meine, dass, wenn ich jetzt spiele, ich habe gleich einen der großen Esper-Kämpfe vor mir. Eine Stelle, die wir auch schon mal gesehen haben, wenn ihr die Berichterstattung geschaut habt, nicht zu weit im Spiel drin, wo Clive dann gegen Garuda antritt. Und dann sollten wir zumindest, dich werden wir ja gleich hören, aber auch dich, Toni, sollten wir danach in der Cutscene sehen, wenn ich mich nicht irre, dass wir euch mal in-game dann erleben. Es ist möglich. Ihr habt euch schon in dieser Cutscene aber gesehen, meine ich, dann selbst im Spiel. Ne? Ja, also nicht das nur. Tut so, als ob ihr überrascht seid. Ja. Wirst du, wie weit, du warst ein paar Stunden jetzt drin? Ich bin bei Benedicta gerade. Okay, dann ist es ja ungefähr das gleiche, wo wir dann hier okay, einsteigen. Dann ist ja ziemlich gut. Ja. Das ist ein Spielstand von mir nach, ich weiß gar nicht, wo du die Stunden konkret gucken kannst, weil ich habe immer wieder regelmäßig Saves gemacht. Ich bin hier noch nicht, ich muss gucken, ob ich mich mit meinem Auflevel-Grad jetzt einigen kann, weil ich habe mittlerweile so sehr viel mehr freigeschaltet und mein Kampfstil ist dann komplett anders. Okay, krass. Das ist das Versteck, das Hideout sozusagen, was so deine Basiszentrale vom Anfang des Spieles ist, wo ich hier hingehen kann. Ich kann mir bei Charon dann schön ein paar Tränke kaufen. Ich muss mal gucken, ob ich noch genug Tränke dann dabei habe. Du kannst dir Sachen schmieden lassen, du kannst Sidequests und andere Sachen, zum Beispiel hier einen Heiltrank, den wirst du brauchen. Herz allerliebste Frau. Nehme ich auch noch mal. Kann ich irgendwas verkaufen? Habe ich was? Keine Wertgegenstände, nee.
Sehr gut. Und ich guck mal, ob ich kurz was schmieden kann. Ja, das war ein Teil, den ich tatsächlich auch schon vor ein paar Monaten gespielt habe. Das war in meiner allerersten Session, wo man das Spiel anspielen konnte, in London gewesen, wo ich diesen Part schon gezockt habe. Ach, den hast du in London gespielt, okay. Ja, also nicht das jetzt, wo ich im Hauptquartier herumlaufe, aber der Part danach, das war so der erste große Esper-Kampf, den man gemacht hat. Das ist persönlich für mich auch eine so der, also jetzt nicht spezifisch auf diesen Kampf bezogen, aber ich bin als Godzilla-Fan aufgewachsen. Yeah. Und dementsprechend sind solche Sachen für mich dann nochmal interessanter und knallen dann umso mehr. Ja, ich würde gleich einfach mal reingehen, damit wir spielen können, da können wir einfach in Ruhe drüber quatschen. Da gehen wir direkt zum Dungeon, respektive zum Kampf hin. Yes. Ja, alles klar. Sehr geil. Check it out. Natürlich mit deutscher Synchro, weil sonst wäre es ja Quatsch, wenn wir Quatsch, wenn wir nicht denn euch jetzt hier haben und dann die englische oder japanische Synchro spielen. Ja. Oh, mach mal wir schalten auch Spanisch nachher mal rüber, ja? Ja. Wie viele Synchros sind dabei? Spanisch ist ziemlich dabei? Ziemlich viele. Griechisch ist man nicht dabei, ne? Leider nicht. Nur bei God of War. Und bei Last of Us 2. Okay. Da hatte ich ein bisschen Final Fantasy VII Remake-Flashbacks gehabt. Ja. Solange Nomura nicht in der Nähe ist, alles gut. War das der Dominus? Der Mörder meines Bruders? Bist du dir absolut sicher? Wie könnte ich seine Gestalt jemals vergessen? Wie die Flammen seiner Esper, Joshua. Liebevolle Tritt in die Seite. Noch da! Und Torgal auch! Mach dir keine Sorgen um uns! Darauf hast du gewartet! Los, Sid! Natürlich sehr praktisch, um Clark jetzt von Sid und Torgal dem Hund zu trennen, damit er alleine den nächsten Part macht, aber ich meine, so hoch ist der Stein jetzt nicht, als ob nicht die beiden kurz drüber klettern können. Oder zur Seite. Oder an der Seite. Dann vorbei. Ja. Ja, Sid hat einfach keinen Bock. Ja, ja. Storymäßig, wir wollen nicht zu viel dann verraten. Wenn ihr die Demo gespielt habt, habt ihr bemerkt, mit der Grundsituation, Clive versucht, die Mörder seines Bruders zu rächen, der direkt ganz am Anfang des Spieles einem Angriff zum Opfer gefallen ist. Aber da stehen ihm viele Sachen im Weg. Okay, ja. Gefiederte Sachen. Ich liebe auch einfach ihre Lache. Ne? Das ist dieses richtig. Das Klacker einfach. Ah, hier kommt er an der Seite vorbei. Ja, hier weiß er, wie es geht. Ja. Jetzt gehe ich wieder zurück und sage den anderen Bescheid. Nein, lass uns mal hier kurz weitergehen. Du musst nach außen rum, Sid. Ja. Links oder rechts? Ich weiß nicht so recht. Ah, die Effekte sind so geil. Der Wind stoppt mich nicht. Ich lieb's auch einfach, wie du gegen den Wind anschreist. Da hatte ich witzigerweise kein Bild. Ich wusste nicht, was passiert. Ah, du hast die ganze Zeit Bild gehabt? Zu jeder Szene? Bei den Cutscenes ja, aber hier nicht. Also du hast dann quasi die fertig geschnittene Cutscene schon gesehen oder in der Rohfassung und konntest darauf... Du wusstest schon, wo die Emotion hingehen soll, ja? Ja, also das war wirklich großartig. Das war fast final. Mhm. Fehlen halt nur so kleine Effekte und das Shading und so weiter und so fort, aber ansonsten war das echt toll. Du konntest wirklich alles abnehmen. Sonst wäre es auch nicht so gut geworden. Und wir, du und ich, durften ja auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln als Ultra-Amateure und merkt man wieder, das ist nicht easy. Nee, es ist ein Handwerk. Sei ein Schmied. Sei ein Familienvater. Sei ein Familienvater, ja. Ein alter Familienvater. Ja, and here we go. Ja, das ist auch schön, dass Clive wie Jon Snow so ein begossener Pudel immer in die Kamera schaut und immer so, oh, ich hab so Mitleid mit ihm und so. Ja, er appelliert an die Mutterinstinkte aller Zuschauerinnen. Ja, bei Jon Snow war es genauso, immer wie ein begossener Pudel gucken. Brooding nennt man das, das ist wichtig. Ja, sure. Ja. Ja, die Quicktime-Events wieder. Na, die finde ich ein bisschen großzügig, muss ich sagen, von der Zeit her. Ich find das vollkommen in Ordnung. Ja? Also wenn ich eins nicht ausstehen kann, sondern du hast eine Millisekunde Zeit, ansonsten darfst du alles normal machen. Also Resident Evil 4 ist zu viel gewesen. Das hier, ich fand es tatsächlich ganz gut temperiert, muss ich sagen.
Jetzt muss ich erstmal gucken, bevor ich erkläre, ob ich mit der Steuerung jetzt hier erstmal wieder zurechtkomme, ohne meine Standard-Moves, die ich habe. Das ist so cool. Auch die Musik, Hammer. Und alles, was im Hintergrund passiert. Ja, so gut. Amp up the action. So schön. Und? Schön. Sehr gut. Keine dritte für Clive heute. Ja, das kommt noch. Ja, okay, das habe ich. Yes. Hier wird einem nochmal erklärt, wie ich mit Garuda Special so eine Art Interhaken machen kann. Zack. Ja, ich wollte eigentlich erklären, aber ich glaube, ich muss mich fast schon aufs Captain konzentrieren. Die Domini in der Welt von Final Fantasy 16, die Esper und Beschwörungsmonster wie Garuda, Ifrit, Phönix und wie sie alle heißen, sind hier tatsächlich Personen, die sich in diese Monster verwandeln können. Wo eine Person hier zu Garuda wird zum Beispiel. Normalerweise haben wir es auch nicht so wirklich im Spiel, dass du immer als kleines Mannequin gegen die großen Monster kämpfst. Aber hier, Clive hat jetzt extra Grund für sowas. Ja, ja. Und ich finde das klasse. Es gibt so eine schöne Dynamik, so ein geiles Machtgefälle dann auch beim Kämpfen, wo man dann nochmal extra Respekt hat, wenn man wirklich gegen diese ganzen Esper antritt. Ich finde es storytechnisch auch interessant, weil die werden ja auch wirklich so als Massenvernichtungswaffen gehandelt. Ja. Und ich glaube, das gab es vorher, glaube ich, nicht so in Final Fantasy. Da war es irgendwie, ja, die gibt es, aber hier wird ja wirklich darum gekämpft. Also, ja, die sind brauchen sie, die sammeln die. Das ist halt so bei Naruto mit den Kyubis. Ja. Oh. Genki-Dama? Ja. Das ist geil. Kiku-Kanone eindeutig. Ja, muss er so machen. Hier fehlt noch ein drittes Auge. Ah, warte mal. War es nicht fatale Umarmung? Nee, geht nicht. Nee. Ja. Versuch Geschosse. Ja. Sonst kippt dich der Wind immer wieder weg. Zack, zack, zack. Ja, los geht's. Arm. Ja, jetzt können wir wieder rein. Sehr gut. Ah, Tritt. Ja, sehr gut. Schön ausgewichen. Das ist doch so rewarding auszuweichen. Also Ausweichkonter sind so schön. Die fühlen sich auch einfach unglaublich. Ich hatte auch beim Aufnehmen, witzigerweise, bei jedem Ausweichkonter war ich immer so, oh, maximaler Fun. Yeah, ich will da so viel Spaß dabei haben, die Leute auseinanderzunehmen. Und deswegen bei jedem knapp vorbei. Ist immer sehr viel Fun mit drin. Heute nicht. Genau. Heute nicht. Ich liebe es. Aber was ich an diesen Esper-Fights so geil finde, ist halt einfach die absoluten Höhepunkte. Ne? Also die Musik rastet komplett aus. Ich meine auch gehört zu haben, dass sie gar nicht die Möglichkeit hatten, das am Stück aufzunehmen vom Gesang her, weil die mit dem Chor überhaupt nicht hinterhergekommen sind. So viel wie das eigentlich ist und wie die Energie rausgeballert werden muss. Also... ich weiß nicht, ob wir davon jemals eine richtige Live-Version sehen können. Also der Chor wird bei der nächsten Distant Worlds dann wohl sehr schwitzen. Ne? Oder sie müssen mittendrin auswechseln. Okay, eine Hälfte macht da und dann setzt der andere ein und weiter geht's. Ja. Crazy. Was geil. Ja, guck mal, die HP sind schon so weit unten. Yes. Frisch gebrochen. Gib ihr! Lass sie Feuer schnuppen. Auf da! Los! Zack. Aber gleich hast du sie. Komm. Meine Moves sind alle nicht da, an die ich gewöhnt bin. Aber es ist ja auch erst der Anfang, ne? Ja. Ja, finde ich es gerade schwierig, wenn man sich hier so konzentrieren muss, da nochmal parallel zu erklären. Für mich echt eines der Highlights im Spiel, muss ich eben sagen, als Godzilla-Fan, wenn einfach diese riesigen Monster in der Optik aneinander krachen. Fand auch die Musik fantastisch. Yes. Also, habt ihr ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber teilweise, was da musikalisch abgeht und visuell. Ganz froh, dass ich einen großen Fernseher habe. Wie er es einfach auffällt. Das ist so Kratos, Azuras Wrath-mäßig abgehackt. Ja, braucht nicht. Brauchst du nicht. Ja, Basskralle. Ins dein Gesicht. Einfach direkt ins Auge. Das war noch zu easy, das ist eine Fanfare. Da kommt keine Fanfare. Bei uns kommt immer zu einfach. Ich hätte es tatsächlich lieber fast nach jedem Kampf gerne gehabt. Es ist so, Intus, die haben es hier reduziert auf eine Handvoll Kämpfe. Aber finde ich auch besser, dass es reduziert als gar nicht vorhanden ist. Ja. Oder zum Beispiel Final Fantasy 13, wo ich immer gedacht habe, wann kommt die Fanfare endlich? Und die kam halt einfach nicht. Yeah. Ja.
Ja, und dafür haben wir jetzt einen Fanfarenchor und das ist auch sehr, sehr schön. Ja, ey, der ist echt geil. So schön, ja. Fun Fact, ich wollte eigentlich als Idle-Animation, anstatt einen der Seufzer, weil Clive macht immer so Seufzer, ungeduldige Seufzer, wollte ich eigentlich, dass er so ein... Aber leider... Wäre schon cool ja. gewesen, ne? Aber das haben die ja sonst mal in anderen Spielen. Ich biete euch das mal an. Benutzt es oder nicht, ich würde mal sagen. Genau, das habe ich oft gemacht. Barrett hat es ja gemacht in Remake und bei... Prompto in 15. 15, genau, da lief er... Auch nach jedem Kampf. Ich meine, wir wissen ja nicht, ob es vielleicht doch jemanden gibt, der das auch irgendwo einfach random macht. I don't know. Maybe. Du bist nichts als ein Monster. Ah, dieses Grinsen. So schön. Und ich kann nicht. Ich werde nicht aufgeben. Ja. Der Anime-Moment. So geil einfach. Oh, wer ist der? Was kann man denn machen? Shin Godzilla Vibes. Nimm die Hörner weg. Schau dir das an, also wenn das nicht Godzilla, also irgendwo ein bisschen Godzilla reingespielt hat. Ich meine jetzt nicht eine Kopie direkt, aber ich krieg's richtige Vibes und eine richtige Stimmung. Ja, so schön. Ich liebe es, wie sie diese Anime-Tropes zusammenbinden mit diesem westlichen Setting. Was sonst nur Metal Gear Solid geschafft hat, machen sie hier großartig. Mm. Und wie sie sich auch einfach nicht zurückhalten. Ne? Ja. Gerade bei den Esper-Fights, volle Pulle geballt einfach. Reißt dann Körperteil ab, ballert ihm das halbe Auge weg, who cares. Ja. Wächst er irgendwie nach, vielleicht. Was von Metal Gear Revengeance? Ja, du hast ja Azuras Wrath genannt, auch irgendwie, das war ja auch voller Anime-Wahnsinn. Ja, das war geil. Naruto Ninja Storm entwickeln, Cyber Connect war es, oder? Ja. Alles cool. Alright. Oh, jetzt geht's los. So, let's do this. Und das ist noch der langsamste Fight von allen. Das ist der Anfang, ey. So. Sehr gut. Direkt mit dem Satz rein. Oh. Okay, so viel kann er noch nicht. Okay. Zack. Sehr gut. Ich liebe es halt auch, dass er dann einfach durch das Geschoss durchspielt und es einfach frisst. Oder sagt, ich hau dir jetzt aufs Maul. so schön. Und nachsetzen. Das Witzige ist, das ist derselbe Move, den Benedikt bei ihm gemacht hat. Und das heißt, er hat es einfach kopiert. Ja, genau, er hat es kopiert einfach als Rache. So hier. Ja, das kann ich auch. Ja. So geil. Und jetzt voller Wucht. Filmische Klatsche. Zack. Und die Musik. Du gibst Garuda auch keine Minute Ruhe. So muss das sein. Oh. Tornado ganz vorne. Ich vermisse nur all meine Moves jetzt hier am Anfang. Mein Kapsel ist ein bisschen anders später. Okay, ich bin gespannt. Ja, es gibt auch so viel Fanservice, ne? Also auch so viele versteckte Easter Eggs, Kleinigkeiten. Ich habe zum Beispiel gar nicht mitbekommen mit dem Dragoner am Anfang. Ja, das ist ein Final Fantasy 4 ist. Ja, und 14. Ja. 14 auch noch, okay. 14. Es gibt auch Final Fantasy 2 Reminiscenz. Du kriegst überall so Abzeichen von den Leuten, die dann signalisieren, du gehörst jetzt zu unserem Geheimbund und kriegst dann neue Infos. Hm. Ach, das ist aus 2? Das ist aus Final Fantasy 2. Ich meine, es war der zweite Teil. Falls ihr jetzt das Pixel Remaster gespielt habt, war das auch nochmal deutlich, das Feature. Oh, geil. Man, du trägst dieses Abzeichen, deshalb kann ich mit dir jetzt reden. also man findet sehr viel Fanservice, auch im kleinen Teil selbst, wo es einem nicht so bewusst ist im Game. Ja, also safe. Das ist wirklich, wirklich schön, wie viel da drin steckt. Der eine Battle-Theme hat dieselbe Baseline wie der Battle-Theme aus Final Fantasy 8. Und da bin ich dann halt direkt wieder so, oh ja, let's go. Das ist so geil. Love it. Allgemein, wie die spielbaren Cutscenes hier aufgebaut sind mit den Quick-Times, da muss ich auch an Final Fantasy 8 denken. Also wenn du dann, was weiß ich, Ball am Garten explodiert und die skaten auf den irgendwie Metallstreben herum. Es hat ja dieses gleiche Gefühl, nur dass du hier keine Videosequenzen hast, sondern es ist in-game. Ja. Das sieht einfach alles aus. Clive als Tänzer? Hey! Hätte auch gepasst. Genau, so, ich glaube für die Welt selbst, die irgendwie konstant im Krieg und in sonst was drin ist, ich weiß. Ich will selbst Tanz-DLC haben. Aber wäre schön, ne? Ja.
Also ich meine, die ganzen ruhigen Momente strahlen dann halt auch irgendwie. Ne? Wenn du mit Torgal interagierst, das sind so die schönsten, liebevollsten Momente. Ansonsten ist alles düster. Es sind echt viele verschiedene Animationen. Das hat mich auch ein bisschen gewundert. Also positiv in dem Fall. Ja. Sonst immer die gleiche Animation bei Streicheln von Tieren und so. Hier waren es mehrere verschiedene. Das fand ich schön. Und leckerlich. Und leckerlich. Das ist halt auch so Anime as hell. Ich liebe es. Das gibt mir so Dragon Ball Vibes. Also echt. Alter. So, nee. Ich pack dich. Oh Gott. Hast du den Luftfighter geprügelt? Alter. Ja, das ist doch ein Rock Lee Move hier. Ja, total. Total. Aber ist es geil oder gerade, ist es bis geil? Gerade, dass die Gewichte fallen lässt, ey. Ja, genau. Rock Lee vs. Garak. Ifrit fragt erstmal Clive, darf ich die Gewichte fallen lassen? Entfernen Sie. Aber damit, dann braucht Clive auch so einen Topschnitt, finde ich. Ja. Ja, und meine normalen Augenbrauen. Dann wäre perfekt. Oh, damn. Oh, der ist noch ein anderer. Zack. Wer braucht schon Arme? Wer braucht schon Arme? Sehr gut. Das ist halt auch so ein geiler Move. Ja. Komm, ey. Oh, yeah. Oh, Attack on Titan. Oh, das ist Attack on Titan Style. Aber ist es geil oder ist es geil? Ja. Das ist auch so geil, so wie krass. Die Flammen einfach um den Wind rum. Das ist so geil. Ifrit scheißt auf das Eroga. Einfach. Jetzt kommt der Halbmond. Oh, tschüssi. Ja. Ja, ja, tschüss, Loki. Bein das Bein ist abgerissen. Alter. So sick. Bye, bye. Oh, und die Damage-Zahlen, am Anfang fand ich die ein bisschen weird, aber mittlerweile, das sind einfach so richtig schöne Meinungsverstärker. Yeah. Zack. Das zeigt ein bisschen noch, dass da so leicht Rollenspiel noch darunter ist. Mm. Ja. Ja. Dass du noch mit Zahlen rechnen musst. So ein bisschen. Boah, ein Stück vom. Okay. Ja. Fetzt ihn einfach weg. Ein Stück von der Schulter weg, egal. Der Hass ist da. Jetzt wird sie verbrannt. Das ist so übel. Also teilweise schon schwer was zu erkennen zwischendurch, aber es ist aber so intens. Da heizt er sich einfach mega auf und brennt das Feuer in sie rein. Das ist so cool. Und sie versucht sich zu wehren, ne? Und. Hast du beide Hände? Beide Arme von ihr. Reiß doch ab! Alter, Purgatorium. Oh oh. Oh oh. Oh. There you go. Ja. Alter. Und? Jetzt? Irgendjemand hat in YouTube-Comments geschrieben, dass es wohl altgriechisch sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich, zumindest bei FF14 war das so, dass die meisten Sachen tatsächlich englisch waren. Man kann es nicht so richtig verstehen, wegen der ganzen Chornatur. Ja. Ich hoffe, dass es hier auch englisch ist und wir dann irgendwann die Übersetzung kriegen. Ich meine, irgendwo gelesen zu haben, dass man sich das nicht übersetzen soll, weil es ein massiver Spoiler für irgendwas sein könnte. Oh, dann vielleicht übersetzt, sobald es... Also, sobald es zu Ende ist. Ich werde mal, ich weiß nicht, welche Cutscenes man überspringen kann. Ich hoffe mal nicht, dass ich jetzt die wichtige überspringe, wenn das du dann da drin kommst. Sorry. Passen. Ja, also ich skippe jetzt hier einmal. Wir wollen natürlich nicht euch verraten, was genau passiert, aber wir wollen deine Cutscene sehen. Mhm. Ich skippe mal. Ich glaube, das aufs Beste. Ich glaube, dürfte nur die sein. Ja. Ja. Sehr gut. Dann also, mal sehen, ob ihr erkennt, wer Toni ist, falls ihr es euch nicht gemerkt habt. Damn, seid fair. Der König selbst. Hoher Besuch. Stellt ihr ihn persönlich, eure Hoheit? Natürlich. Möge Gwigo euch beflügeln. So geil! So. So much. Ich frage mich, ob er die Lanze dringend gebraucht hat, um sich zu verwandeln. Vielleicht ist es wie bei Magical Girls. Ne? Okay, das hat also, was. Mondstein, Flieg und Sieg. Yeah. Also, wenn der jetzt mechanisch wäre, hatte was von Escaflowne, was der Drache. Yeah, oh, voll. Nice. Das
Das ist so cool. Ich liebe es einfach. Guck dir das an. Und die Musik dazu. Wie das Theme sich ändert. Kurzes Gefecht, sag jetzt. Kurz, wir mal kurz Bescheid sagen, Leute, Motivation für euch alle. Kämpft mal weiter. Kurz auf Odin gestylt. Ey, Bahamut ist riesig in diesem Game. Der hat die Lanze nicht gebraucht. Hold my Lance. Ja. Ich hab's zu tun. Vielleicht so für, um zwischen den Zähnen zu picken bei Bahamut. Ordnet die Truppen. Jawohl. Man kann da voll über. Eure Hoheit. Saboteure. Wir verzeichnen zahlreiche Angriffe. Sogar in der Hauptstadt. Mein Vater. Ist er in Sicherheit? Seine Heiligkeit ist sicher. Doch die Stadt braucht nun jeden Mann. Auf Verstärkung warten wir leider vergebens. Selbstverständlich, der Schutz des Kaisers hat Vorrang. Ich übernehme die Feinde hier. Noch ein Schluck. Und wieder die Lanze. Ja, ja. Ich lieg's einfach. Oh, ich trag die Lanze für dich, ja. Ja. So cool, Mann. Ich lieb's einfach so. So, sehr schön. Es gibt mal auch den anderen Kram. Wir können gleich nochmal ein bisschen über die Cutscene hier gerade sprechen. Toni, wie war das? Hast du dich speziell auf diese Rolle beworben? Weil du hast ja, Vincent, schon erzählt, wie du dazu gekommen bist. Ja, da gibt es eine Rolle. Kannst du uns mal ein bisschen testweise was einsprechen? Wusstest du, Toni, dass du was für Final Fantasy machst? Oder hast dich so einfach, ja, ich gebe hier mal ein paar Voice-Proben ab? Also ich wurde natürlich auch angefragt und habe auch ein Skript bekommen. Und da war alles abgeändert, sodass man nicht heraussehen kann, was es ist. Aber ich habe relativ schnell gecheckt, was es sein muss. So, das, so einfach nur, weil man ja vorher schon so ein bisschen was marketingmäßig mitbekommen hatte von dem Game und dann war direkt so, okay, oh mein Gott, wer könnte das sein? Aber ich habe auch gedacht, oh mein Gott, der muss eine Verbindung zu irgendeiner Esper haben und ich wusste nicht, wer. Ich dachte, ja, ich will halt nicht irgendwie zu viel spoilern für den Hintergrund wegen des Skripts, aber ich habe dann natürlich auch Aufnahmen gemacht und die dann abgegeben und ich habe wirklich jede einzelne Line mehrfach aufgenommen und geguckt, okay, passt das, war dann nicht zufrieden, habe es nochmal gemacht und irgendwann dann einfach gesagt, okay, die müssen jetzt raus und hoffen einfach auf das Beste und als es dann irgendwann soweit war und mir gesagt wurde, du bist es, war ich einfach nur fertig mit der Welt. Also, ja. Hast du dann Vincent sofort angerufen und war so, ey, hast du das Skript auch bekommen? Ja, ich auch. Es war schon safe, legit, crazy. Genauso gewesen, Mann. Also richtig, richtig krass. So, hast du irgendeine spezielle Methode, um gerade Dion als Charakter sozusagen so Leben zu verleihen? Kriegt er so Biografien von den Figuren dann später? Oder wir schauen uns an und dann heißt es, oh, du bist diese Art von Typ, du hast so einen Scheitel, mach mal. Also im Grunde war es so, man hat am Anfang so eine kleine Einleitung zum Typ bekommen, ne, so und was vielleicht so ungefähr ablaufen wird. Und dann ging es halt auch schon einfach direkt in die Cinematics rein. Und das war tatsächlich die allerersten Aufnahmen, die ich gemacht habe, die wir jetzt gerade gesehen haben. Und die verraten auch eigentlich noch nicht wirklich viel über Dion selbst. Sie geben einen schönen, neutralen Eindruck, finde ich ganz gut. Ja, das ist cool. Zum Glück, weil ja? Ich fand es auch gut, dass wir jetzt mal eine Szene wirklich nehmen konnten, wo man dich schon mal sehen kann. Yeah. Wir wollen eben wirklich nicht in das Nitty-Gritty hier eingehen, was Spoiler angeht, weil gerade das, wo geht die Story hin, war was mich dann reingetrieben hat, weil ich ja auch eher so ein Story-Gamer bin. Same. Bei solchen Sachen. Liebe für und, Story. Wo geht das alles hin, was genau passiert ist und ich bin sehr gespannt darauf, mal, wenn mehr Leute es durchgespielt haben, mit allen mal das analytisch
anzugehen und zu schauen, wie was funktioniert hat und was man genau über bestimmte Situationen gedacht hat. Hat jemand von euch Bock mal zu spielen und eure Skills dann zu zeigen? Sonst würde ich einmal die Steuerung deinvertieren und zum Arcade-Modus gehen. Dann könnt ihr euch eine Stage aussuchen mal. Geil, gib mir mal Kontrollschema C, bitte. Kontrollschema C spielen. Beim Controller rechts. Was ist bei C anders? C für Clive. Bei C kann ich die Magie mit L1 laden, während ich dann vielleicht halt Kombos halt eben machen kann mit dem Schwert. Yes. Gut, Controller invertieren war bei Kamera wahrscheinlich, ne? Kann ich mir vorstellen. Ja. Vertikal invertiert. Aber ich kann auch mit invertiert spielen. Wie du am besten spielen kannst. Okay. Dann gib mir mal eine Challenge. Ja, das ist sozusagen mein Endsafe hier, aber keine Sorge, ich gehe jetzt nicht in die Menüs, wo man die späteren Sachen sehen kann, sondern der Rätestein ist quasi der Part, wenn man bestimmte Parts im Spiel geschafft hat, da kann man sie nochmal spielen, Devil May Cry Style, dass du dann auch bewertet wirst für die Kämpfe und du kannst dich entscheiden, entweder du machst es mit deinem aktuellen Skillset oder du machst es mit einem Level, der passend ist ungefähr dazu, damit du nicht jetzt hingehst und ich drücke auf Viereck und alles ist tot. ich gebe mir mal in die Hand. Sehr gut. Kannst du mal gucken, ob du entweder Abschnitt wiederholen. Das ist jetzt, wie gesagt, mein Endsave. Das bedeutet, mein Charakter ist ziemlich ausgebildet. Eventuell, vielleicht musst du deine S-Bahn noch anpassen, weil ich habe jetzt eine spezielle Mischung hier dabei. True. Das müsst du einmal noch mal rausgehen mit Kreis und dann im Menü dann die S-Bahn anpassen, weil ich habe jetzt hier Phoenix, Odin und Titan. Mischung. Okay, sehr cool. Ich würde dann da mit denen viel Erfahrung mit. Ne? Ja, die habe ich alle noch nicht gespielt. Ja. Deswegen, also außer Phoenix natürlich. Ja. Ich mache einfach mal. Dann machst du einfach mal. So sehen wir auch an neuen Movesets. Okay, Odin ist ziemlich knifflig, würde ich so mal sagen. Aber guck, ob du damit zurechtkommst. Okay, wir schaffen das schon. Arcade-Modus dann. Ne? Ja, dann Arcade-Modus. Also wir haben gerade das mit Garuda gespielt. Ja. Natürlich, du kannst natürlich auch den Benedikter Dungeon machen, den wir auch schon mal häufiger gesehen haben. Ja, ich würde nicht zu weit gehen. Vielleicht eine Seite weiter, aber dann nicht zu viel. Okay. Dann. Das hatten wir gespielt, genau. Machen wir den Benedikter Dungeon. Dann mach den, ja. Hau rein. Arcade-Modus hast du gerade genommen, ne? Ja. Das heißt also, der Level wird beschränkt, meine ich. Genau, vorgefertigte Werte irgendwie. Aber ich bin auch beschränkt. Ja, mal sehen, ob du auch S-Rankings bekommst, wenn alles jetzt hier. Oh, locker nicht. Also wir sind minimal weiter als das, was wir gerade eben gesehen haben. Ja. Ich meine, wir sollten Cutscenes angelassen haben. Das werden wir dann merken, weil ansonsten ist es einfach eine Schwarzblende, wenn eine Cutscene ist. Okay. Und wir sehen jetzt die Zahl oben rechts in der Ecke. Dann wirst du bewertet, wenn eine Kampfgruppe durch ist und da wird gesagt, hey, wie viel Ranking Punkte hast du? Crazy. Okay. Das ist jetzt auch die Demo zum Teil gewesen. Genau. Den Part kann man auch in der Demo spielen. Genau, den Part. Da sind ja richtig Balken unter der Lebens. Ja, das sind anscheinend die Sachen, die ich freigeschaltet habe, sind da auch drin. Ja. Nur mein Charakter ist hier jetzt Level 13 statt Level 45 oder so. Geil. Aber ja, was ich euch mitgeben kann, Limit Break leistet ziemlich richtig. Okay. Yes. Okay. Den haben wir zum Beispiel noch nicht freigeschaltet. Ich bin gespannt. Haben mehr Playstations angemacht? Ja. There we go. Ich gehört, die Playstation überhitzt, ja, deswegen muss ich noch einen anderen machen. Wenn ihr beide Let's Played, gebt ihr den Controller hin oder her oder spielt dann einer und der andere Quatsch? Wie macht ihr das? Also während des Spiels selbst gehen wir sehr wenig auf den Chat selbst ein. Wir spielen halt so, als ob wir einfach privat das spielen würden und reagieren halt einfach auf die Sachen, die wir sehen und sind relativ großzügig mit dem Hin- und Herwechsel. Wir machen das sehr frequentiv und relativ häufig. Gib mal her, du kannst das nicht richtig. Ist eher umgekehrt, dass wir dann sagen, so, Alter, du hast doch gar nichts gemacht, mach mal weiter, was ist los bei dir? Ja. Nein, ist schon okay, ich hab schon was gemacht, mach du mal jetzt. Ja, okay, wenn es sein muss. Da müssen wir durch. Yes. Alles ziemlich cool. Wie ist es, mit sich selbst zu spielen? Heiß. Ja, ne? Ah, okay. Ach, stimmt ja. Jetzt hast du Odin drin. Stimmt. Cool. Okay. Hot. Ganz anders aus hier. Also mit den Angriffen, wenn du Odins Schwert gezückt hast und damit angreifst, du lädst die Zantetsuken-Leiste auf. Die sieht man auf der linken Seite. Die kann bis zur Stufe 5 aufgeladen werden. Ab Stufe 5 kannst du Viereck gedrückt halten und dann loslassen und dann lässt du den Zantetsuken los. Was machst du jetzt gerade? Ja, also, den Special, den du gerade gemacht hast, lädt deine Zantetsuken-Leiste eigentlich ziemlich enorm auf. Du kannst sie aber auch gleich loslassen. So, und okay, der Kampf ist vorbei. Okay, ist Torgal erledigt. Alter. Was sich tatsächlich lohnt bei Kämpfen mit Odin, ist es, die Zantetsuken-Leiste voll zu machen. Je nachdem, mit dem Move, den du gerade losgelassen hast, damit kannst du das schön auftanken. Dann geht er einfach zu jedem Gegner hin und macht so ein paar Schnitte und macht die Leiste voll. Und die dann den vielleicht loszulassen, wenn du in einem neuen Fight bist. Dann, 10 Feinde kommen.
Okay. Ist ganz gut für Gruppenfight später. Cool. Aber es ist einer der schwierigeren Esper. Ich habe den jetzt hier drin, weil es so in meiner Rotation drin ist und mit dem habe ich so ein bisschen probiert. Der ist nicht so gut, finde ich, für Bosskämpfe geeignet, weil eher für Kämpfe mit vielen kleineren Gegnern, weil bei einem Bosskampf lädt's auf, der ist kein Insta-Kill und alles, wird's ein bisschen anstrengend. Aber mal gucken, ob du damit zurechtkommst hier. Ja, ich bin gespannt. Was ich auch schön finde, ist, dass das Gefühl von, wenn man jetzt irgendwie mal gegen einen größeren Gegner kämpft, es fühlt sich immer irgendwie an, als ob das ist nicht einfach mal so eben, okay, machen wir mal schnell fertig, gehen weiter, wir können alles locker fertig machen, so. Gibt ein richtig, richtig geiles Gefühl. Ständig irgendwie episch, es geht immer um alles. Das bockt schon. Love it. Werdet ihr es platinieren wollen? Ja. Also einfach so generell der Ehre wegen, so. Ja. Selbst so in dem Spiel mit drin zu sein und dann auch noch ein Final Fantasy Titel ist ja größer geht's eigentlich gar nicht mehr, ne? Also für dich zumindest nicht. Hauptsache in einem Final Fantasy. Aufpassen, dass ihr nicht zu viel versprecht, dass eine Platin-Trophäe dann heißt 17 Mal durchspielen und alle Charaktere auf 99. Oh no. Kann ja sein. Für einmal durchspielen kriegt man sie auf jeden Fall nicht. Ja, ist okay. Oh, alright. Was war dein Eindruck wie jetzt von den Kämpfen so bisher, wo du gespielt hast? Ich meine, du spielst ja auch so Character-Action-Sachen ganz gerne, ne? Ich bin voll drin, also ich mag ja Devil May Cry und ich finde es sehr schön, dass es mehr in diese Richtung geht, weil ich finde auch zum Beispiel die Trailer von alten Final Fantasy-Teilen haben ja immer das suggeriert, das, was wir jetzt eigentlich sehen. Mhm. Ja. Und endlich kann man wirklich so spielen, wie man halt in den alten Trailern gesehen hat, weil ich weiß halt noch damals, als der erste Trailer von Final Fantasy 13 kam, dachte ich so, oh mein Gott, okay, die haben jetzt dieses Turn-Based haben sie jetzt abgeschafft, sondern mit so einem Active-Based Kampfsystem, also ein Action-Based. War ja nicht so. Final Fantasy 13 war ja immer noch sehr traditionell. Und mit 15 haben die es ja ein bisschen aufgebrochen. Ah, ich würde sagen, bei 13, also das einzige richtige Turn-Based in den letzten Jahren war ja eh nur Final Fantasy 10. Ja. Und bei Series Active Time Battle war ja auch nochmal ein bisschen was anderes. Und schon musst du zu den NES-Teilen zurückgehen, wenn du bist. Ich fand das Kampfsystem von 13 vom Haupt eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Da warst du mehr wie so eine Art Coach an der Seitenlinie und hast dann den so, okay, Formation 7 und jetzt auf die Abwehr und da drauf hauen und die Leute dann losschicken. Aber da war jeder. Also da war jeder, genau, alle es war so ein ausgefeiltes Jobsystem. Also ich bin gespannt, wie die Leute jetzt dann reagieren und agieren, wenn sie das gespielt haben. Ich mag Character Action und es hat hier auch Frank gemacht, weil es sehr poliert ist. Also wie das Ausweichen funktioniert, wie du mit den verschiedenen Fähigkeiten da umgehst. Aber es ist natürlich dann in anderen Bereichen reduziert, wenn du jetzt gewöhnt bist an Magic Points, an Statusveränderungen, an andere Sachen. Die sind jetzt hier nicht drin, weil du so viel beachten musst jetzt schon. Ja, immerhin die Stagger-Leiste haben sie mit übernommen aus den Sachen hier. Man sieht die gelbe Leiste bei härteren Gegnern wie gerade bei den Johnny. Und jetzt, hau mal volle Pulle rein, Ring Limit Break. Also da habe ich gemerkt, es lohnt sich wirklich, den aufzuleveln. Manchmal finde ich es auch ein bisschen überladen. Zu überladen. Es ist schon sehr voll. Ja. Also die mit Effekten wird nicht gespart. man merkt es, glaube ich, von der Kamera her, wenn du einen Gegner anvisierst und mit dem du gerade bist, wie die sich positionieren. Dann geht Clive ein bisschen rechts zur Seite oder zumindest damit du nicht alle direkt in der Mitte hast, sodass du eher das Kampfgeschehen hast. Aber du musst schon lesen können, hey, wo ist der Effekt und wo bin ich gerade? Ja. Kann man ein bisschen so Partikel ausstellen? Ich glaube nicht. Das wäre halt höchstens wahrscheinlich irgendwie was für die Zukunft, wenn man was nachträglich rein. Also Odin findet mega Spaß. Super, super nützlich übrigens die L3-Funktion, um zu sehen. Also Torgan sagt einem, nachdem im Kampf man Bild und Her alles hin und her gedreht hat, wo ist eigentlich der nächste? Ja, das finde ich auch sehr wichtig. Sonst hätte ich mich verlaufen 1000 Mal. Ja, definitiv. Das ist echt ganz cool, wenn man auch weiter einfach im Geschehen bleiben will. Ich sage, ich will die nächsten jetzt richtig schön alle die ganze komplette Visage polieren, dann ist das echt perfekt dafür. Also mit Odin kommst du zurecht jetzt, ne? Ja. No. Also es geht relativ gut. Jeder Esper hat ja 4 Fähigkeiten sozusagen, die man leveln und equippen kann. Natürlich kannst du in den meisten Fällen dann 2 in einem Slot hinpacken. Wobei, du kannst auch so mixen, habe ich gemerkt, gegen Spieler hinaus. Wenn du die dann ausgelernt hast und dann deine ganzen Skillfähigkeiten dann reinpackst, dass du vielleicht mal von dem anderen Esper irgendwas auf einen Block draufpackst. Also es muss, glaube ich, nicht zu 1000% gebunden sein, aber da bin ich auch noch einmal mitten. Ich habe es durch und das Kampfsystem immer noch nicht komplett drauf. Also kann man dann theoretisch... Also geht es dann nur um die 3 Esper, die man ausgewählt hat, oder kann man auch eine komplett andere Esper? Anscheinend geht es wohl auch anders. Also ich habe mich meistens darauf beschränkt, weil ich habe 9 Esper bekommen und gesagt, okay, den und ich nehme 2 Fähigkeiten von denen, die ich voll ausbilde.
und packe da alles an meinen Skillpunkten rein. Man kann die ja wieder zurückziehen von anderen Fähigkeiten. Und wenn ich den Esper gerade nicht kriege, warum soll der Skillpunkte drin haben? Mhm. Aber wenn die ausgelernt sind, die Fähigkeiten, glaube ich, kann man auch mixen und matchen. Könnt ihr gerne in den Comments mal reinschreiben, wenn ihr das mal richtig ausgelotet habt oder vielleicht sogar im Postgame seid. Weil dann wird das Kampfsystem alle wahrscheinlich danach wirklich seine Stärken ausspielen können, wenn man sich mal richtig damit beschäftigen muss. Ich bin aber auch gut gefahren, wenn ich dann mein Set hatte, meine 6 Fähigkeiten, die ich gerne benutze. Und ich hätte präferabel sehr gerne den Randsprung von Phoenix. Der sollte eigentlich eine Standardfähigkeit sein. Du hast zwar auch den Satz, den du machen kannst, Angriff und also Viereck und X gleichzeitig, wenn du den freischaltest, womit du zum Gegner reinkommst. Den Stinger. Sehr praktisch, ne? Im Zentetsuke, ne? Boah, ist das schön, ist das schön. Und lass den gleich mal. Obwohl, sind da genug Gegner? Da sind genug Gegner, ja. Sind noch Vierecke drücken halten und loslassen. Hinter dir sind auch noch viele, ja. Achso, ja, aber ich bin mit R2, ne? Oder? Nee, du brauchst R2 nicht. Du musst einmal Kreis drücken, damit die Klinge der Dunkelheit aktiviert ist. Und jetzt gedrückt halten und loslassen. Und jetzt, also das ist ein Insta-Kill, glaube ich, bei denen allen. Oh. Virtual Vibes. Oh, nice, ist schön. Ja. Judgment Cut. Love it. Boah, ist das geil. Ja, später, wenn man einmal Story und so weiter alles durch hat, es werden ja eh neue Modi freigeschaltet und die Level Caps höher gemacht und zusätzlich zu den Ratings kann man sich noch extra damit beschäftigen. Ich denke mal, manche Leute werden das für x-fach Stunden haben. Alright. Sehr gut, mach du schön. Try. Ja, mach den Kampf, ja. Aber mit dem Titanschild sollte es, glaube ich, ganz gut gehen. Ich habe keine Ahnung, wie die Sachen funktionieren. Muss erstmal gucken, was geht. So, soll ich einfach skippen? Kannst du gerne skippen sonst, ja. Ich meine, die Cutscene haben die Leute auch schon eh gesehen, wenn sie die Demo gespielt haben. Okay. Zeigen wir jetzt nichts Neues. Und du bist zwar dabei, aber du nicht. Also haben wir nochmal extra Fokus. Richtig. Ich fand es anstrengend direkt am Anfang gleich, weil ich wirklich, das war das erste Mal, wo ich Final Fantasy 16 gespielt habe, gleich in so einen Kampf reingeworfen zu werden. Ja, das ist krass. Also, das ist halt auch echt nicht ohne gewesen, der Kampf. Ja, und auch. So, du hast jetzt die Steuerung für dich, Vincent, nochmal ja umgestellt, so von wegen das Wechseln der Esper. Du musst ja mal gucken, wo ist mein Cooldown durch, wo habe ich bei jemandem noch ein bisschen Magie, die ich benutzen kann. Ja. Das hat mich so ein bisschen verwirrt zu Beginn noch, weil so, okay, ich muss ja 2 gedrückt haben, um zu aktivieren, aber L2, um es zu wechseln. Okay. Moment, der Lock-On war L1, wann kann ich anspringen, warum ist das anspringen? Das ist schon ein bisschen viel, was man sich sofort drauf schaffen muss. Ja, genau. Und das ist halt daneben. Viel entspannter und besser gelöst, wenn du das Spiel tatsächlich dann spielst, weil dann fängst du erstmal mit einer Esper an und du spielst du wirklich lang und intensiv und dann hast du 2 und du hast erstmal eine lange Zeit nur 2 und also ist es dann eben auch, besonders wenn man die Sidequests nebenher macht und ein bisschen Monster farmt, kommt man echt schnell und gut rein, aber der Fight ist fies. Der ist fies, man sieht es auch. Du sollst dich im besten Fall natürlich auf einen von den beiden konzentrieren. Lass dich mal zeigen, was da steht. Du siehst die Farbe, ja. Here we go. Zack. Aber wenn die auch anfangen, ihre Flächenangriffe zu machen, während du gerade auf einen konzentriert bist und du dann reingehst in irgendeine Windattacke. Und jetzt sind beide gebrochen, glaube ich. Ja. Zerreißt. Ja. Titan musst du gedrückt halten und loslassen, wenn es im roten Bereich ist. Dann hast du nochmal extra Schaden. Oh, hast du das Grölen gehört? Boah, das ist so geil. Ja, als Titan wollte ich eben auch natürlich sehr viel tiefer anlegen, einfach weil loremäßig verbindet man sich eben mit dieser Esper, wenn man sie ausrüstet, zu einem gewissen Teil. Und das, ja, man hört das, als Clive schreist du dann auch entsprechend jetzt Titan! Ja, genau. Dass sie also reinversetzt in die Art des Espers. Richtig, richtig. Garuda zum Beispiel ist super fies und giftig und so wild. Mhm. Ja. Odin ist einfach pure Dunkelheit. Es ist, alles hat so seine Eigenheiten eben. Wie viele Sessions hast du gebraucht für die Aufzeichnung aller für Clive jetzt? Kannst du das ungefähr sagen? Also du kannst ungefähr rechnen, ich glaube so 30 Stunden im Monat, ein Jahr lang. Ein Jahr lang? Ja, okay, krass. Ich habe nur das Bild gesehen, was du mal retweetet hast von dem japanischen Synchronsprecher. Mit diesem Bündel an Zeilen, die er einsprechen musste. Und ich dachte so, okay, wie lange wirst du denn dafür gebraucht haben und wie viel wird es bei dir sein? Mach den Limit Break auch an, gerne. Das ist schon gut auf. Oh ja, genau, kannst Limit Breaken, nice. Und check mal, wer weniger Energie hat. Es gibt wohl auch eine Methode, den Lock-On zu wechseln, ohne ihn loszumachen. Aber mit Steuerkreuz. Du musst mit Steuerkreuz machen. Glaube ich zumindest.
Es geht nicht, wenn du die Items und hast, vielleicht mit der gedrückt, halt irgendwas war doch. Ah, ja, stimmt, jemand hat es mir auch in den Comments geschrieben. Habe ich nicht benutzt, um das ganze Spiel dann weg. Was wir trotzdem durchspielen können. Ja, aber es war was ich vermisst habe, weil sonst ist es ja, du machst einen Locker und machst irgendwie den rechten Stick nach links und rechts. Mhm. Aber der ist hier ist ja alles belegt mit tausend anderen Sachen. Ja. Du siehst ja unten, da sind die Tränke oder du wechselst dann zwischen Torgal und den Tränken. Genau, Torgal habe ich jetzt, also ich habe ab und zu den Ring benutzt, damit Torgal seine Autofähigkeiten macht, wobei der greift eben selbst an. Mhm. Dass der Ring mit Torgal macht, den man bekommt, ist, dass der den gleichen Gegner angreift wie Clive. Ja. Was gut ist gegen Gegnergruppen, bei den Bossen ist eh der gleiche Gegner, also ist egal. Ja, und ich benutze Torgal halt super gern zum Juggeln und eben auch für Air-Finisher, weil wenn man dann zum Beispiel einen Air-Finisher macht, aber dann währenddessen einen aufgeladenen Magie-Shot hat, wenn der Gegner am Boden ist, dann fliegt er direkt wieder in die Luft, dann kannst du ihn weiter in der Luft behaken, kannst auch Garuda wechseln, fatale Umarmung, um ihn wieder hochzuziehen, das ist... Die leiden, die Gegner, die leiden einfach, wenn du das Spiel draus hast und das ist so, so genial. Es gibt manche Sachen, wenn ich dann Side-Riss gemacht habe und schon irgendeine Gegnergruppe steht vor einem Haus, wo sie arme Leute da rausziehen wollen. Und ich sage, ihr wisst nicht, worauf ihr euch eingelassen habt. So, es fängt an und ich hau dann drei Specials hin und die fliegen durch die Luft. Kampf vorbei. Dankeschön. Das ist die Wandeln der Rache. Das ist ganz befriedigend. Ja, es ist voll toll. Und ich wusste zum Beispiel auch nicht, dass es jetzt so extrem wird, dass man wirklich so krass abgehen kann in dem Spiel. Und bin sehr froh, dass halt meine Battle Efforts das Ganze doch schon widerspiegeln. Also besonders dann für den New Game Plus Modus, wo es halt wirklich hardcore zur Sache geht in Sachen Schwierigkeit, gibt das einfach echt nochmal so eine kleine Edge mit so einer Dringlichkeit. Oh, ja, schöner Parry. Ich sehe mal noch was Gesondertes eben so. Und sehr schön, geschafft. Kriegen wir? Ah, nice, richtig schön. So. Ja, oh nein. Okay, du kriegst den Boss jetzt. Der Boss auch, so aber mies. Stell dir die Steuerung gleich nochmal. Ich bin sehr überfordert mit Titan. Du kannst die Katzen auskippen, die haben, glaube ich, die Leute auch gesehen. Start und Dreieck. Ja, so cool. Yes, sehr gut. Wobei, du kannst, glaube ich, noch ein bisschen rumlaufen jetzt hier. Aber stell dir mal die Steuerung ein. Ja, gerne, danke. System. Ja, das ist auch immer so eine Sache für sich, also in Rollenspielen eh immer, was jetzt so Kampfschrei-Effekte angeht. Oh, ja. Also selbst schon, ich meine, ich spiele das Zeug schon seit Super Nintendo und PlayStation 1 Zeiten. Bei PlayStation 1, als die Synchros angefangen haben, wenn ich mir die aus den USA importiert habe, wie die Leute einfach abgegangen sind beim Schreien, irgendein Nibelang Valesti, whatever. Na, und es hat sich so oft wiederholt, dass es teilweise auch ein bisschen sich dann so eingebrannt hat. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass im negativen Sinne ich irgendwie mich satt gehört habe an den Effekten. Ich habe halt so viel mit der Musik und das ist eigentlich ganz gut ineinander geflossen. Es ist also nicht mehr dieses Abgetrennte wie vorher. Ja, ja, wo dann irgendwelche Lines halt super kleben bleiben. Obwohl das bleibt liegen. Das habe ich trotzdem irgendwie immer noch im Ohr. Es hängt vom Spiel ab und wie die Japaner dann so, weil die werden die synchronisiert auf Japanisch, ist ja auch nochmal ein bisschen ein anderer Style. Also manche Leute, die Xenoblades gespielt haben, können nicht davon singen, wenn die Lines anfangen. It's Roin time. You can't handle me? So alle zwei Sekunden. Ja, ja. Da gibt es auch so einen kleinen Zaubertrick, den man eben als Sprecher benutzen kann, wenn du möglichst wenig über Melodie gehst, dann bleibt das weniger schnell im Ohr. Okay. Das heißt, wenn es so melodisch und leicht unecht ist, dann ist es zu schnell einfach im Ohr. Und das ist bei Xenoblade wirklich viel. Hättest du gesagt, bleib liegen, dann hättest du das wahrscheinlich auch ständig so, bleib liegen. Ja, genau. Aber genau, nein, also voll eine Action drin. Wenn du beim Mittleren bist wie mit Odin, dann Kreis drücken, um dein Sansetsu zu aktivieren und hier gedrückt halten und loslassen, damit du dann den Mega Slash machst. Ich muss gerade wieder in die Steuerung reinkommen. Ja, hast du auch für dich umgestellt? Weil war nee, ich hab auf A umgestellt jetzt wieder. Ah, alright. Nice. Dann komm erstmal rein, ein bisschen Gelegenheit hast du ja. Oh, schöner Parry, guck mal. Das ist doch fein. Ja. Yeah. Oh Gott. Ich bin gespannt, wie die Laute vom 30er Clive sind. Ich weiß gar nicht mehr, ob wir da nochmal neue. Hattest du da neue Laute? Habt ihr da andere gemacht? Ich glaube ein paar andere auf jeden Fall. Für die Phoenix-Geschichten. Okay. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Also nicht mehr 100%. Auf jeden Fall haben wir für den kleinen und für den mittelgroßen natürlich andere Laute gemacht. Du solltest den Heiler übrigens erstmal killen, die. Ne? Bevor die alle mit dir. Ah, das ist ein Heiler. Basics.
Aber ich fand von dem jungen Clive den hier die Phönixschwinge, ne? Ja, die Lohnschwinge. Die Lohnschwinge klingt so toll, Mann. Ja, danke. So geil. Danke. Ich liebe es. Inspiriert von Patrick Keller, witzigerweise. Yeah. Weil er halt sehr hoch ist und wenn die Stimme so rausbricht oder so, das kann manchmal voll geil sein. So geil. Es war nie angedacht, dass Clive vor Stimmbruch so eine Person das macht, sondern sie haben gesagt, kann ich ein bisschen jünger gehen mit der Stimme? Im Japanischen zum Beispiel sind es zwei verschiedene Sprecher. Mhm. Im Englischen ist es, macht aber alles Ben Starr. Und ich habe gesagt, ja, cool. Das war auch in den Auflagen so, dass man alles abdecken können muss. Und natürlich klingelt nicht ganz wie ein 15-Jähriger. Sobald der Stimmbruch da ist, muss ich immer sagen. Ja, manche genau. 15-, 16-Jährige haben dann auch schon die tiefere Stimme. Richtig. Oder richtig. Energischere Stimme. Ja. Ja, aber ich habe mir auf jeden Fall Mühe gegeben, das dem Ganzen halt so eine gewisse Unschuld zu geben. Und das Ganze etwas leichter zu sprechen, etwas weiter hier oben. Damit der Umschwung dann später halt super gut kommt. Und ich finde, das ist dann trotzdem ganz gut gelungen. Da habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen was rausholen können. Da bin ich ganz stolz. Ja, kannst du sein. Sei mal stolz. Darf man ja auch mal sein. Ne? Ja. Es ist interessant, dass die Charaktere, die du sprichst, immer irgendwas mit einem Dio oder Dion zu tun haben. Und auch immer irgendwie so ein Konflikt gerade mit Marius. Also ich weiß nicht, was da los ist. Also, jetzt muss ich nie Clive. Als ich die Demo gespielt habe, alle so, das ist Marius, das ist Dio. Und ich denke so, was? Schon wieder? Jonathan vs. Dio. Ich meine, Titan hat ja zwischen auch den Aura Rush, ne? Ja. Oh Mann, ey. Ja, es ist, man entkommt Jojo nicht. It's everywhere. Alles ist eine JoJo-Referenz. Oh, jetzt kannst du Klinge der Dunkelheit aktivieren und dann Viereck gedrückt halten. Viereck gedrückt? Erst die Klinge der Dunkelheit aktivieren. Einmal Kreis. Habe ich. Viereck gedrückt. Nochmal Kreis drücken. Ist noch nicht draußen. Warte. Jetzt. Gedrückt halten und loslassen. Mann, die dürfen mich nicht anfassen. Hör doch mich anzufassen. Lass los. Warte, ich muss mich erstmal heilen. Du hast den Hund gerade aktiviert. So. Ja, sehr gut. Okay. Und jetzt lass los. So. Yeah. So, Kampf vorbei. Und Hitzeken. Bam. Er hat auch was von Bleach. Hat schon. Ja. Sugar. Seid ihr denn häufig dann bei vielen Anime-Produktionen dabei? Weil ich denke, das ist wahrscheinlich ein großer Teil, wo viel Synchroarbeit hier auch nochmal gemacht wird in Deutschland. Wir wären gern bei mehr dabei, glaube ich. Ja, also es gab eine Zeit, wo wir relativ viel eher in Anime unterwegs waren. Jetzt mittlerweile gar nicht mehr so stark. Und das täuscht, glaube ich, auch so ein klein bisschen. Also es wird massiv viel aufgenommen, halt auch im Real, Cartoon und allem möglichen Bereich. Aber der Anime-Bereich ist, glaube ich, über Social Media und so, die Communities, das die Resonanz ist da einfach größer. Also es unterhalten sich, glaube ich, nicht so viele in Social Media über die Synchro von Criminal Minds Staffel 9 oder irgendwelche Blockbuster-Movies oder das, so. Da habt ihr natürlich recht. Das ist irgendwie so, auch wie man Medien konsumiert. Also wenn du früher mit dem Fernsehen aufgewachsen bist, natürlich war alles synchronisiert, also alles synchronisiert mitbekommen. Und wenn jetzt viel über die Streaming-Anbieter kommt, natürlich ist doch da alles synchronisiert, aber in vielen Fällen, es kommt aus den USA, ich mach da mal den O-Ton an. Oder man kennt die Schauspieler und alles, aber natürlich sind dann auch entsprechend die Synchros vorhanden, nur vielleicht nicht mehr so präsent bei vielen Leuten, die Medien im Original-Style konsumieren. Yeah. Safe. Aber auf jeden Fall, Liebe geht raus an alle, die halt eben bei Anime wirklich laut sind und sagen, hey Mann, die Synchro ist geil geworden und so, weil das kommt mittlerweile einfach öfter vor. Es wird auch einfach gefühlt mehr Liebe reingesteckt. So die Leute, die halt damals die ganzen RTL2 Sachen so geguckt haben, haben sich gesagt, machen das jetzt geiler. Und dann ist das eben auch so. Und da bin ich echt happy drüber. Ja, es ist echt schön. Wirt und ich haben uns ja auch häufiger drüber unterhalten, über alte Serien gerade. Wir hatten ja jetzt Top 100 Animes nochmal gesprochen zum letzten Podcast. Die in Deutschland so mit am wichtigsten waren. Und ich meine, wenn du damit groß geworden bist, die deutschen Synchros waren teilweise auch so fantastisch einfach. Und auch die deutschen Anime-Teams, die angepasst werden. Mann, das ist das, was ich heute dann vermisse, dass du da nicht mehr so viel hast. Wir kämpfen da tatsächlich oft drum, dass wir deutsche Intros kriegen, aber die japanischen Lizenzrechte, das ist ein echt schweres Thema. Ja, und die sind da wirklich picky. Und eben halt in Anime selbst, auch wenn gesungen wird, dass man das auch auf Deutsch machen kann. Alter, jetzt. Sehr gut. Das geht. Ja. Meine 100 Jahre gehen vorbei. Jetzt ist es soweit. Sie wollen so lange Tränen sehen. Doch ich habe nur gelacht. Ich fand's ganz witzig, als ich irgendwann meinte jemand mal zu mir so, ja, die alten Intros, das sind eigentlich ist das Schlager, ne? Es ist Schlager. Ja, ist dir klar, ne? Und ich so, fantastisch. Ach du Scheiße, es ist Schlager.
muss ich hin? Ich liebe Schlager? Oh mein Gott! Torga, sag mir, wo ich hin muss. Es ist so dunkel hier. L3 gedrückt halten. Ja, ja, halt L3 gedrückt. Alright! Ah, da weißt du, wo du hin musst. Good job, good job. Schön. Ja. Ich finde das cool. Also mir gibt Cair Noron so ein bisschen Demon's Souls Vibes. Mm. Ich hätte echt nur noch gewünscht, dass da irgendwo ein Flan hinter einem großen Gitter hängt oder so. Als tolle Anspielung, aber ist trotzdem super, super cool. Es hat auf jeden Fall alles dichte Atmosphäre und das finde ich ganz geil. What is happening? What is happening? Sehr gut. Fucking punch! Wow, oh, das ist schön. Das war's. Das ist okay. Ich finde es auch so geil, die Finisher. So, es gibt diesen einen Move, wo er dann einfach seine Hand in den Gegner reindrückt und sofort halt Feuer castet, point blank, und den einfach explodieren lässt. Das ist so gut. Oder halt bei Wespen ist es auch so super witzig, weil die ihn einfach in die Luft schießt und dann wie so mit so einem Baseballschläger quasi einfach weghaut und mit seinem Schwert. Das ist richtig, richtig cool. Das ist vollkommen respektlos. Oh, so, Gregor. Let's go. Was, yeah. Oh, ich wieder? Yeah, okay. Aber muss umstellen gleich. Destroy, ja, mach ich gleich. Ah, dann kriegen wir die geile Performance. Wir werden aber auch mal die Cutscene, habt ihr schon gesehen. Wir wollen ein bisschen die Action rein, aber gönnt euch das gerne oder spielt das dementsprechend selber. So, ich hoffe, ich kann umstellen jetzt. Du kannst umstellen. Steuerungstechnisch ganz rechts. Ganz rechts. Kamera. Also, das Wichtige erstmal. Auf normal umstellen. Und auf normal ist richtig. Auf Lilith Wars umstellen. So. Schön. Das wäre auch schön. Einstellungsmöglichkeit Lilith Wars. Das ist so schön. Sehr gut, sehr gut. Hörst du es? Ja, der Block hier ist richtig gut mit ihm. Ah, die Rest. Das klingt so bestialisch, Mann. Das ist geil. Also, da war auch der Limit-Break-Effekt drauf. Ja. Aber es ist halt einfach echt schön. Hammer. Okay, das ist nicht gut. Oh, sehr gut. Du hast gewonnen. Okay, nur zwei. Mal kurz gucken. Oh. Eigentlich schon nicht so gut hier. Was? Hat Torka gerade drei Energiebälle geschossen? Ich glaube, die kommt von hier. Nee, oh, doch, der kommt wirklich. Der kann ja wirklich. Der hat gecastet. Krass. Das ist ein erfahrener Hund. Wow. Es ist ein erfahrener Hund, muss man sagen. So sweet. Ja, erwischt. Okay. Das klingt so geil, Mann. Nee. Hat ich auch mega Spaß. Das ist so ein schönes Feeling. Ach komm, das war nicht meins. Sie hat sich gefistblockt. Oh, sie brennt. So. Na komm. Nein, keine Gnade. Ja. Oh. So, jetzt laden wir mal auf. Oh, shit, ey. Oh, schön. Oh. Gut ist, der Break geht langsam runter, aber deshalb können deine Cooldowns wieder aktiv werden. Oh, ist das gut. Sodass ich das machen kann. Wow. Oh mein Gott, was für ein Cheat. Ganz frage, Spaß doch jetzt, oder? Wir wissen, oder was wir machen, wenn es so weit ist. Ne? Ja, ja, okay, das ist ja geil. Das ist ja mega gut. Ich gebe zu, ich habe ein bisschen länger gebraucht bei ihr. Ja. Der Demo hat ein bisschen länger gedauert. Ich hatte sie auch schon mehrfach gekämpft eben durch die ganz verschiedenen Events und alles, nur nicht in dieser Combo mit den Espern gerade. Ja, die Esper, die du gerade hast, sind Hammer. Odin ist sehr gewöhnungsbedürftig eben. Also wenn man den Flow mal drauf hat, geht's, aber ich finde für Bosse semi-geil. Ja, also machst halt sehr viele leichte Attacken. Genau, aber schnelle, richtig Schaden machst du nicht. Du kannst aber dieses Aufladen während so einer Break-Phase ist damit ganz gut, dass du merkst. Das ist Hammer. Also das ist echt krass. Vor allem ging ja auch die Gage nicht weiter während des Angriffs. Genau, ganz, ganz langsam, aber gefühlt fast gar nicht. Und trotzdem hageln ja die DPS rein, also das ist dann schon also eine gute Menge. Da. Ja. Wie in dem Essen. Genau. Vorhin. Genau dasselbe. Yeah! Best Doggo. Doggo! Gerard! No! No! Nein! Der Chocobo am Anfang, ne? Ja. Der Clive gerettet Ambrosia. Hat. Ambrosia. Oh, da ist so. Never forget Good Ambrosia. Good Birdo. Okay, let's do this. So schön. Ja. Sorry, die Sad. Oh, ja. Rein da. Okay, rein ins Federvieh. Über diesen Effekt von den Flammen außenrum, ne? Das sieht so schön aus. Das ist halt echt eigentlich nur so eine. Man muss auch sagen,
wir haben viel, echt Glück, dass das Spiel PS5-Exclusive ist und nicht noch irgendwie PS4 erschienen ist oder so. Ja, das hätte nicht, das hätte nicht funktioniert. Xbox, glaube ich, hätte kein Problem damit gehabt, aber du musst natürlich auch erstmal entwickeln für verschiedene Plattformen. Ja. Aber PS4, nee. Nee, also ich bin froh, dass es halt einfach für Current Gen entwickelt wurde. Warte, die Videoversion für die Switch ab. Ja, gut, das wird eine gestreamte Version sein. Aber, also... Wir hatten ja vorher auch schon mal eine Demo spielen können bei dem Presse-Event in Hamburg. Und ich muss sagen, als wir da in diesem Open-World-Gebiet, also dieser Stage, rumgelaufen sind, dass das grafisch für mich irgendwie ein bisschen komisch aussah. Wenn man stehen geblieben ist, hast du richtig gesehen, dass da irgendwie Depth of Field-mäßig irgendwas nicht gepasst hat. Ja. Wir sind mittlerweile an dem Punkt angekommen, das ist komplett gone. Es sieht einfach alles beautiful aus. Ja, das ist schön. Ich hatte damals so ein bisschen Sorge und dachte so, oh, okay, aber es ist einfach... Beautiful as hell. Ja, ganz ehrlich, also die haben von dem Bild, den wir damals hatten, nochmal echt was rausgeholt. Besonders in den Feinheiten. Das ist richtig schön. Ist es jetzt wirklich so, dass sie für dieses Spiel eine eigene Grafik-Engine rausgehauen haben? Das ist nicht die übliche, die sie sonst nutzen? Es basiert ganz grob auf der 14er Grafik-Engine, as far as I know, laut Internet. Ja, vielleicht die Base. Ja, nur die Base halt, aber dann halt eben alles highly polished und sonst wohin, weil Engine ist ja eben auch nur ein Framework, mit dem du eben quasi alles baust. Und das hat eine Engine an sich hat noch gar nicht so viel mit der Endgrafik an sich zu tun. Wir spielen gerade im Grafikmodus, ne? Ja, also ich habe den Grafikmodus auch drin gelassen, weil ich Anton, der es nachher zusammenschneidet, nicht zu viel Ärger bereitet mit der Kompression. Ja. 60 FPS macht da immer Probleme. Und auch ganz ehrlich, die 60 FPS sind mir ein bisschen zu unstet für das Kämpfen. Ja, ich bin wesentlich besser mit dem Grafikmodus und 30 fix zurechtgekommen, als wenn es hin und her wackelt dann. Es ist zwar cooler fürs Kämpfen, aber es wackelt schon recht viel. Weil wir haben es aktuell im Stream, haben wir es im Leistung für den Performance-Modus drin. Weil wir es über OBS nochmal irgendwie zusätzlich gucken müssen und da irgendwie dann ne, ein Problem mit der Framezahl irgendwie mit reingekommen ist oder so. Also wir haben so ein bisschen Delay, so minimal. Ja, also wenn der Frame-Modus ein bisschen stabiler wäre, dann wäre es auch präferabel. Und das Spiel schaltet eh auf 30 FPS während der Cutscene so. Ach so, ja gut. Ja, okay. Also ist ja eh relativ egal. Sollten wir zwischendurch vielleicht das... Ah! Nicht nice. Müssen wir auf PS5 Pro warten. Das ist ja, oder die PC-Version, wenn sie mal kommt in 8 Jahren. Die PC-Version, oh Gott, ich glaube, die kommt 20. Was haben wir jetzt? 25 dann. Ja, 25, 85 Grafikkarte oder wie die auch immer heißen. Dann haben wir jetzt gerade. Wir haben die 40er Karte. 40-90, ne? Ja. Ne? Dann kommen die 50er. Komm, na, denk mal. Oh, jetzt kommt der geilste Kombo. Der geilste Move, den je ein Hund in einem Videogame gemacht hat. Mit Abstand. Ich liebe auch Kaias Schreie da. Ja. Das, oh, und jetzt? Jo, Alter! Ja. So geil. Ich hab den 100 Mal gesehen, ich liebe ihn. Mach sie fertig! Mach sie fertig? Fertig, den Rettich. Zack. Ja, Mann. Weißt du, ob die Skills auch mehr Schaden machen, wenn du sie benutzt, während du im Limit Break bist? Ja. Okay. Okay. Sehr geil. Sie ist schon so gut wie weg. Okay, let's last phase hier. Ich liebe es, dass sie sagt. Ja, jetzt geht's ab, ne? Jetzt geht's ab, ja. Oh, ist das lecker. Ist das lecker. Ich meine, da kannst du halt echt kurz den Controller weglegen, aber ist trotzdem geil. Wie sie auch so. Okay. Und? Zack. Tetsuken! Bam! Nice. Oh, schön gefinisht! Also du kannst in den unterschiedlichen Stufen vom Zentetsuken einfach sagen, okay, ich will die dritte Variante unleashen, die vierte... Der erste ist relativ schwach, aber und der fünfte ist, glaube ich, ein Insta-Kill für fast alle Gruppen, nicht für die Bosse. Mhm. Aber wenn du es dazwischen machst, musst du denen zurechtkommen, dass da weniger Energie ist. Also im besten Fall... Recke. S-Ranking overall, schon ganz gut. Zwischendurch die einzelnen Rankings könnte man noch verbessern. Oh, ja. Dann, oh, wie cool, die ganzen Auszeichnungen. Ist noch so S-Plus oder so? Ich habe bisher nur S gekriegt, aber ich habe nicht viel probiert. Also nur ein bisschen, weil ich hatte, wenn man das Spiel einmal durchgespielt hat, muss man jetzt nicht unbedingt alles sofort im Arcade-Modus nochmal machen. Aber ja, solche Abzeichen, genau, man kann sich nochmal angucken, was es dann hier nochmal für Bonusgeschichten gibt. Ich weiß gar nicht, wo man diese Abzeichen aber angucken kann. Ah.
muss ich sagen. Okay. Ich muss sagen, ich explodiere, wenn ich nicht gleich aufs Klo gehe. Mieses Timing. Ja, dann lass uns doch gleich, also wir haben ja auch jetzt schon mal gespielt und mal schön drüber geklönt und alles. Wenn ihr euch das Spiel selber anschauen wollt, ihr Let's Play es ja gerade. Ja, Wirt, du hast es bei dir auf dem Kanal ja auch schon gespielt. Ich habe es schon gespielt, ja. Ja, aber ich spiele es privat noch ein bisschen weiter. Ich werde es noch durchspielen, aber privat glaube ich eher. Ja, ich bin ganz froh, dass ich es privat durchgespielt habe. Deshalb kann ich es ein zweites Mal jetzt durchspielen. Dann irgendwann im aber check gerne unsere Meinung im Game Talk aus, als auch dann wahrscheinlich auf tausend anderen Plattformen, wenn wir drüber quatschen oder nicht. Das wird eh Thema sein in den nächsten Jahresabschluss-Podcast. Unter anderem müssen wir jetzt eigentlich schon anfangen damit. Ja, ja. Das Jahr ist zu voll. Eigentlich müssen wir schon die Hälfte behandelt haben. So wie die Blase von Vincent, ne? Ja, maximal voll. Also Vincent, Toni, schön, dass ihr dabei gewesen seid. Ja, und danke, sehen wir uns bei Gelegenheit dann mal wieder, ob es mit Final Fantasy oder sonst was zu tun hat. Ja. Und schön, dass ihr da draußen zugeschaut habt. Bewertet unser Ranking auch unten, also von uns allen und Mara und Anton auch. Dann können wir uns was drauf einbilden, wenn es soweit ist. Yes. Und wir sagen Tschüss. Ab auf die Toilette. Ich gehe da mal.